Also wie gesagt, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, jetzt online eben zum Vortrag Neues vom Roten Planeten von Dr. Andreas Müller. Das ist ein spannendes Thema, nicht zuletzt natürlich durch die vielen Mars-Missionen der jüngsten Zeit und durch den Rover, der ja eifrig die Marsoberfläche erforscht, einiges Neue aufklären konnte und auch die Wissenschaftler in großes Entzücken zum Entzücken bringt, beispielsweise eben durch die Herkunft des Gesteinsmaterials, was eine relativ neue Erfahrung ist, die der Rover geleistet hat mit einem seiner Messinstrumente. Also es ist eine ganze Menge hat sich angesammelt, über die es sich lohnt zu sprechen. Und der Gast heute Abend, Dr. Andreas Müller, ist natürlich in besonderer Weise dazu geeignet, dieses Thema mit Ihnen heute Abend zusammen zu erörtern. Andreas Müller ist natürlich Astrophysiker, viel publiziert. Unfassbar viele Vorträge, nicht zuletzt an unserer Vox-Hochschule auch gehalten. Er ist aber jetzt seit einiger Zeit Chefredakteur der Zeitschrift Sterne und Weltraum in Heidelberg. Auch das ist natürlich jetzt ein gewisser Vorteil von Online-Sitzungen, weil man sich natürlich doch jetzt weite Wege sparen kann, das bequem von der Wohnzimmer-Couch aus machen kann. Andreas, ich möchte dich ganz, ganz herzlich hier willkommen heißen. Bin sicher, dass wir einen spannenden Vortrag haben bei so einem schönen Thema. Wie immer sollen Sie natürlich fragen können. Wir haben nur die Bitte durch die Aufzeichnung, dass Sie es vielleicht am Ende des Vortrags machen. Das wird ausreichend Zeit dafür geben. Sie können alle Fragen loswerden. Schreiben Sie es doch einfach schon während dem Vortrag, damit es nicht verloren geht, in den Chat rein, sodass wir es dann am Schluss entweder einbringen, Sie selber einbringen können oder ich für Sie dann vorlese und an Andreas Müller adressiere. Aber Sie selber können sich natürlich dann auch munter beteiligen. Wir machen dann einfach mit der Aufzeichnung einen Cut, sodass der Diskussions- der Frageteil dann eben nicht mehr auf dem Video zu sehen ist. Ja? Jetzt zunächst mal ganz herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich auf einen Vortrag von dir und wir schauen mal, wie du von Heidelberg aus hier nach München sich mit dem roten Planeten beschäftigst, mit dem Mars beschäftigen wirst. Ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, Lothar. Ich freue mich sehr, wieder mal für die Volkshochschule im Norden des Landkreises München tätig zu sein. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie die Zeit gefunden haben. Wir kümmern uns heute Abend um den roten Planeten, denn es ist viel Neues zu berichten, vieles Neues an Bild- und sogar Videomaterial seit dem letzten Jahr. Denn im Februar 2021 sind gleich drei Nationen aufgebrochen, zum Teil zum ersten Mal, um den Mars mit Sonden zu erkunden. Das wird auf unterschiedliche Weise gemacht. Es gibt Orbitermissionen zum einen, die kreisen also um den roten Planeten. Das ist ja der nächstäußere Nachbar zur Erde, Merkur, Venus, Erde. Dann kommt der Mars, dann Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Seit 2006 ja keinen Planetenstatus mehr. Und der rote Planet ist eine relativ kleine Planetenkugel, die aber doch zu den gesteinsartigen Planeten gehört und dadurch interessant ist für uns, denn wir könnten tatsächlich mit Menschen auch dahin fliegen irgendwann mal und auch auf diesem Planeten herumlaufen. Vielleicht haben Sie das auch in der Science Fiction verfolgt. Es gibt da ja einiges zu dem Thema Mars. Jüngst auch eine Geschichte mit Mark Watney. Das ist also der Marsianer. Eine Geschichte von Andy Weir. Da werde ich auch ab und zu mal Bezug drauf nehmen, denn das ist eine sehr schöne Darstellung gewesen in der Science Fiction, wie man also hier sich vorstellt, dass Menschen auf dem Mars ja herumlaufen, leben und auch vor allem versuchen zu überleben. Denn das ist eine große Herausforderung für menschliches Leben, wenn man dort wirklich hin möchte, wie wir im Verlauf des Vortrags sehen werden. Im Hintergrund sehen Sie erstmal, und ich glaube, Sie sehen auch meinen Mauszeiger, wenn ich jetzt hier hin und her zeige. Falls nicht, schreiben Sie gerne in den Chatbereich rein, falls es da Probleme gibt. Dieses Bild ist noch nicht mal ein Jahr alt. Es zeigt den Mars aus nächster Nähe. So können Sie das also nicht mit einem Teleskop fotografieren. Das geht nur, wenn Sie hinfliegen. Das war die Sonde Al-Amal von den Vereinigten Arabischen Emiraten, die hier aus nächster Nähe ein Bild geschossen haben, viele Bilder geschossen haben. Wir sehen hier die Tharsis-Region zu erkennen an den diversen Schildvulkanen hier schön aufgereiht. Im Anschnitt hier ist das Valles Marineris, eine Art Grand Canyon-Region auf dem Mars mit Schluchten und Tälern, die also den Grand Canyon in den USA weit übertreffen.
Und wir sehen hier an dieser sogenannten Lichtschattenlinie, das gibt es ja auch bei anderen Planeten und bei unserem Mond natürlich, den nennt man auch den Terminator. Wir sehen hier im Anschnitt den größten Berg im Sonnensystem, Olympus Mons, auf den wir auch nochmal im Vortrag natürlich zu sprechen kommen werden. Ich habe natürlich eine kleine Auswahl nur von Bildern und Material hier treffen müssen, einfach weil das einfach eine Riesenfülle ist. Aber ich denke, Sie sind dann nach dem Vortrag, der etwa 90 Minuten dauern wird, mit Fragen im Bilde, was also aktuell am Mars da los ist. Schreiben Sie also gerne Ihre Fragen in den Chatbereich. Erstmal noch ein Hinweis, wir haben natürlich unseren YouTube-Kanal Urknall Weltall und das Leben, wo Sie auch sehr viele Informationen finden zum Thema Mars, aber auch zu allen möglichen anderen Themen der Astronomie, Grundlagen, Physik und auch Raumfahrt. Wir haben auch natürlich verfolgt, hier rechts oben zu sehen, wie zum ersten Mal ein Motorflug auf einem fremden Planeten gelungen ist. Das war der Mars-Helikopter Ingenuity, den stelle ich Ihnen auch nochmal vor, mit größerem Detail im Vortrag. Und dieser Kanal, den haben wir also 2014 begonnen, hat mittlerweile fast 240.000 Abonnenten, 240.000 Follower. Ganz unten sehen Sie hier die Adresse, geben Sie einfach Urknall Weltall Leben in einer Suchmaschine ein und Sie werden dann uns finden und können dann also pro Woche einige neue Videos genießen. Wir schneiden auch Vorträge von Profi-Astronominnen und Astronomen mit, die jetzt ja oft auch online zum Teil eben zurzeit nur stattfinden können. Und dann kommen Sie so eben auch, egal wo Sie sind auf der Welt, in den Genuss, diese Vorträge dann auch mitzunehmen und das Neueste zu erfahren zu einem astronomischen Thema. Hier rechts unten wollte ich nochmal darauf hinweisen, Stephen Hawking im Bild. Er wäre jetzt 80 Jahre geworden im Januar vor wenigen Tagen und ist ja leider verstorben im März 2018. Aber sein Erbe ist natürlich wichtig für uns alle in der Grundlagenphysik. Nach wie vor die große Frage, können schwarze Löcher verdampfen, wie er das vorhergesagt hat, und diese Hawking-Strahlung auf den Weg schicken. Das ist noch nicht experimentell nachgewiesen, aber wir glauben natürlich alle auch, dass das so funktioniert. Also sehr viele spannende Fragen auch aus der Grundlagenphysik. Was wissen wir über den Mars? Ich wollte Ihnen mal so einen kleinen Querschnitt anbieten, die wichtigsten Dinge. Hier sehen wir zum Beispiel das erste Bild, was von dem roten Planeten gemacht wurde. Wir sehen noch keine Röte, denn es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Das ist im Jahr 1965 aufgenommen worden. Das Fernsehen war ja auch damals noch nicht so alt. Am 15. Juli ist dieses Bild entstanden, von der Sonde Mariner 4 von der NASA aufgenommen worden. Man sieht hier ja so Wolken und albedoartige Strukturen, noch nicht besonders hoch aufgelöst. Und wenn Sie sich nochmal jetzt vergegenwärtigen, wie das bei dem Alamal-Bild vom Anfang war, da haben wir also wahnsinnig hohe Details. Und natürlich inzwischen die Möglichkeit, mit Rovern direkt auf der Oberfläche herumzufahren und Bilder aus nächster Nähe aufzunehmen. Was dann hier etwa 10 Jahre später natürlich alle verblüfft hat, war dieses Bild von Viking 1. Wir sehen hier so eine Art Marsgesicht, wie es genannt wurde. Die Lichtschattenstruktur erinnert sehr stark an ein menschliches Antlitz, an ein Gesicht mit Augen, Nase und Mund. Und das hat natürlich für Furore gesorgt damals. Aber als dann der Orbiter, Mars Reconnaissance Orbiter, MRO hier im Titel genannt, 2007 dieselbe Region nochmal aufgenommen hat, kam die Ernüchterung, denn es war im Prinzip ein Trugbild. Dieser Berg, der da aufgenommen wurde, hat also nur zufällig ausgesehen wie ein Gesicht. Und das war also insofern eine Illusion gewesen. Dennoch natürlich spannend, das Ganze zu erforschen. Also selbst wenn es da kein Leben geben sollte auf dem Mars, interessiert er uns natürlich wissenschaftlich sehr. Wie hat er sich entwickelt? Wie wurde er überhaupt zu dem Planeten, der er ist? Denn es gibt dort keine Ozeane, keine Bäume, die blühen, keinen blauen Himmel, wie wir sehen werden. Zumindest nicht so, wie wir es auf der Erde kennen. Und diese großen Unterschiede sind natürlich auch fundamental für die Astronomie, um zu verstehen, warum kann der eine Planet Leben entwickeln und der andere nicht. Oder vielleicht gab es eben Leben sogar auf dem Mars, das wissen wir noch nicht genau. Und vielleicht ist es verschwunden. Und genau das sollen eben diese Sonden herausfinden. Die Sonden, die um den roten Planeten kreisen und hochaufgelöste
Bilder in allen möglichen Spektralbereichen machen können, aber eben auch direkt vor Ort, dass man mit Robotern im Prinzip den Mars erforscht und herauszufinden, in verschiedenen Ecken auf der Oberfläche, welche Zustände herrschen da, gibt es vielleicht doch Lebewesen, die da mal vorbeikrabbeln oder wie auch immer. Das ist natürlich noch nicht passiert, dass man da was gesehen hat, aber nach wie vor ist es eben nicht auszuschließen, dass da noch irgendetwas kreucht und fleucht. Und natürlich das Einfachste wären Bakterien, die vielleicht in irgendeiner Nische überlebt haben. Und deshalb ist man so stark auch interessiert an dem Mars. Natürlich ist es auch, wie Sie hier sehen, wenn man das Bild erstmal ganz unvermittelt anguckt und nicht weiß, wo es aufgenommen wurde, würde man sagen, das ist vielleicht eine Wüste in Jordanien oder woanders in Marokko aufgenommen worden. Da gibt es große Ähnlichkeiten. Es ist aber tatsächlich ein Bild, was hier im Gale-Krater aufgenommen wurde im September 2013 von dem Rover Curiosity. Es gab also schon andere Rover, die von der NASA dahin geschickt wurden. Und ja, das ist eben eine große Frage. Könnten wir da jetzt einfach auch hinfliegen als Menschen? Das wäre ja das logische nächste Ziel nach dem Mond, dass wir versuchen, zum Mars zu gelangen mit Menschen. Der Flug dauert ungefähr ein halbes Jahr. Die Startfenster, um da hinzukommen, öffnen sich nur alle 26 Monate. Das ist auch eine interessante Frage. Es ist also nicht so, dass man genau dann hinfliegt zum Mars, wenn der uns zur Erde am nächsten steht, sondern man möchte ja die Zeit, die man braucht, um da hinzukommen, aber auch die Energie, den Treibstoff minimieren. Und deshalb gibt es dann da bestimmte Transferorbits, die sogenannte Hohmann-Bahn, den Hohmann-Orbit, der so einen Kompromiss zwischen Zeit und Energie darstellt. Und dann kann man also zum Mars gelangen, muss aber eben etwa ein halbes Jahr in Kauf nehmen, um dahin zu fliegen und hat aber dann auch relativ gut den Treibstoff eingespart. Das beachten natürlich diese ganzen Nationen, die Weltraumreisen zum Mars durchführen. Und deshalb war das auch eben genauso im letzten Jahr, dass innerhalb von wenigen Tagen 3 Sonden auf einmal dort angekommen sind von den Vereinigten Arabischen Emiraten, von China und von den USA dorthin geschickt wurden. Die haben natürlich alle dieses gleiche Startfenster genutzt. Das Erstaunliche ist, und das war auch in dem Film der Marsianer das Thema, wenn die Sonne auf und unter geht auf dem Mars, dann sieht das etwas anders aus als auf der Erde. Erstmal ist es klar, die Sonnenkugel ist natürlich hier in einem größeren Abstand wird betrachtet von einem größeren Abstand, wenn man sich auf dem Mars befindet. Wir sind weiter weg, wenn wir auf dem Mars beobachten von der Sonne, als wenn wir auf der Erde sind. Und deshalb ist die scheinbare Größe natürlich geringer. Das heißt, diese Sonnenscheibe wird etwas kleiner aussehen. Das Erstaunliche, was Sie aber hier sehen, das wurde also auch von Curiosity aufgenommen im April 2015. Wir sehen hier gerade den Sonnenuntergang in der Szenerie und erstaunlicherweise ist der Sonnenuntergang und beim Sonnenaufgang ist es eben auch so blau. Und das, der Grund ist natürlich die Atmosphäre des Mars. Sie ist ganz anders zusammengesetzt, als das auf der Erde der Fall ist. Vielleicht verlieren wir erstmal ein paar Worte zu Sonnenauf- und Untergang auf der Erde. Die atmosphärischen Erscheinungen, das Himmelsblau, der Sonnenuntergang, die Farbe des Sonnenuntergangs, das liegt natürlich immer dann daran, welche Partikel sich gerade in der Atmosphäre befinden. Das ist vor allem natürlich die Luft. Und wir haben da sehr kleine Partikel. Und das Spektrum der Sonne, also das Licht, was hier bei der Erde ankommt, setzt sich ja aus verschiedenen Farben zusammen. Und je nachdem, welche Farbe das ist, also welche Wellenlänge, gibt es dann eine unterschiedliche Wechselwirkung mit den kleinen Gasteilchen in der Atmosphäre. Bevorzugt werden dann die sehr kleinen Wellenlängen, also das blaue Licht gestreut an den kleinen Luftpartikeln. Und deshalb verteilt sich dann diese ganze Strahlung durch die Streuvorgänge in der Atmosphäre, vor allem im blauen Bereich. Und deshalb ist eben der Himmel blau. Wenn allerdings die Sonne sehr tief steht bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, dann geht ja diese Sonnenstrahlen, legen dann sehr viel Weg zurück in der irdischen Atmosphäre, als wenn sie direkt senkrecht oberhalb der Oberfläche stehen, also sozusagen im Zenit, wie der Astronom sagt. Dann ist es eben so, dass wenn so viel Weg zurückgelegt wird, dass immer wieder diese Streuprozesse stattfinden,
dabei ja Intensität verloren geht. Das heißt, das blaue Licht geht dann verloren. Jetzt müssen wir uns an den Kunstunterricht erinnern. Wenn das blaue Licht fehlt, haben wir dann die subtraktive Farbgebung. Dann bleibt die Komplementärfarbe übrig. Und deshalb ist auf der Erde der Sonnenauf- und Untergang typischerweise orangefarben. Die Komplementärfarbe zu blau. Bei dem Mars haben wir andere Verhältnisse. Wir haben nämlich hier Beimischungen in der Atmosphäre. Erstmal natürlich gibt es keine Luft, wie wir das kennen, keinen Sauerstoff. Zeige ich Ihnen gleich im Detail, was das für eine Zusammensetzung ist. Es ist vor allem Kohlendioxid. Und wir haben natürlich aber Staubpartikel. Der Mars ist bekannt für seine Staubstürme. Und die sind so dominant, dass sie zum Teil sogar global sind. Also die gesamte Marsatmosphäre dominieren. Und diese Teilchen haben eben Abmessungen, die größer sind als die Luftpartikel in der Erdatmosphäre. Wir reden da also eher von Mikrometern. Und das bedeutet, dass also hier vor allem die etwas längeren Wellenlängen bevorzugt gestreut werden, also das rote Licht. Was passiert also bei dem Sonnenauf- und Untergang auf dem Mars? Der Rotanteil wird dann herausgestreut, weil jetzt hier besonders bevorzugt das rote Licht gestreut wird. Und dann bleibt eben die Komplementärfarbe übrig und das ist blau. Und der Beweis sehen Sie hier mit einem echten Foto, was ein Rover aufgenommen hat. Die Sonnenauf- und Untergänge sind dann auch blau auf dem Mars. Also ganz unpassend würde man vielleicht gar nicht erwarten bei dem roten Planeten. Ich habe hier noch weitere Punkte, um mal die beiden Planeten gegenüberzustellen. Der Mars ist deutlich kleiner im Vergleich zur Erde. Sie sehen hier die Abmessungen, Durchmesser in Kilometern. 12.735 bei der Erde und etwa die Hälfte bei dem Mars. Das bedeutet auch natürlich, Sie wissen ja, dass die Oberfläche einer Kugel quadratisch mit dem Radius ansteigt, 4pi r Quadrat. Und dann haben Sie da die Fläche berechnet von der Kugel mit dem Radius r. Das bedeutet, die Marsoberfläche ist natürlich dann auch ein Viertel so groß wie von der Erde. Rotationsperiode ist sehr ähnlich. Also wie lange braucht die Kugel, um sich einmal um sich selbst zu drehen? Der Tag ist bei uns knapp 24 Stunden lang und beim Mars ist es ein bisschen mehr, etwa 40 Minuten länger. Das nennt man auch das berühmte Sol, S-O-L, das ist der Marstag. Eine Rotationsperiode von dem Mars dauert also etwas länger als auf der Erde. Auch bei den Monden kann er zulegen. Wir haben einen sehr relativ großen Mond, den Erdmond, und Mars hat gleich zwei, Phobos und Deimos. Man vermutet, dass die anders entstanden sind als bei der Erde, nämlich durch Einfang. Wir reden ja hier von der Region jenseits des Mars, kommt ja irgendwann der Gigant des Sonnensystems, der Jupiter, der größte Planet. Und dazwischen befindet sich ja der Asteroidenhauptgürtel mit Hunderttausenden von verschiedenen großen Objekten. Die Ceres befindet sich darin, ein Zwergplanet und viele andere Körper. Unter Umständen auch Kometen, die natürlich aus der Richtung kommen und dann zum Beispiel ins innere Sonnensystem vordringen, dabei ja Staubteilchen verlieren. Wenn wir dann mit der Erde da durchfliegen durch diese Staubwolken, dann sehen wir die Meteorströme, also Sternschnuppen. Berühmt sind zum Beispiel die Perseiden im August. Wir haben aber jetzt vor kurzem die Geminiden gehabt am 14. Dezember erst, der ist auch sehr bekannt. Und jetzt erst am 4. Januar haben wir die Quadrantiden zum Beispiel. Das sind also verschiedene, es gibt also eine ganze Reihe von Meteorströmen, die wir da beobachten können. Und zum Teil werden sie eben verursacht durch Körper, die also aus dem Hauptgürtel kommen. Und dabei auf der Bahn, deshalb auch immer zur selben Zeit im Jahr, immer wenn die Erde durch diesen Punkt im Raum fliegt, wo gerade diese Staubwolke sich befindet von einem Kometen oder von einem anderen Körper, dann sehen wir also hier diese Sternschnuppen. Und ja, die Frage ist eben, das vermutet man, dass die Monde des Mars zum Beispiel auch eingefangen wurden. Das sind viel kleinere Körper, ich zeige Ihnen gleich Bilder, deutlich kleiner als der Erdmond. Und man könnte das eben herausfinden, indem man zum Beispiel die Zusammensetzung sich genau anschaut. Das Erstaunliche bei Erde und Mond ist ja, dass sie beide nahezu dieselbe Zusammensetzung haben. Das weiß man spätestens seit der Apollo-Mission, wo man ja Mondgestein tonnenweise zur Erde zurückgebracht hat und dabei die Analyse durchgeführt hat, woraus besteht denn das Gestein. Und wenn man dann das sehr genau durchführt mit Massenspektrometern, können sie ja das alles aufschlüsseln auf Isotope genau, also auf verschiedene chemische Elemente und dann auch
herausfinden, woraus es besteht, die Häufigkeit bestimmen. Und dann findet man bei Erde und Mond, sie sind nahezu gleich identisch zusammengesetzt. Und das deutet eben auf diesen gleichen Ursprung hin. Man vermutet übrigens, dass ein marsgroßer Körper namens Theia vor einigen Milliarden Jahren die Erde getroffen hat. Dabei wurden beide Körper komplett aufgeschmolzen, aber durch den hohen Impuls hat sich ein Teil des Materials wieder verteilt. Es haben sich dann zwei neue Körper daraus gebildet. Da gibt es also ganz tolle Simulationen, die man dazu auch im Internet finden kann. Und die zeigen, dass das eine mögliche Entstehungsgeschichte ist, die sehr wahrscheinlich ist für Erde und Mond, dass sie in einer Kollision eben entstanden sind im frühen Sonnensystem. Die Oberflächen sind, wie Sie hier auch an den Bildern sehen, von den beiden Körpern extrem unterschiedlich. Also wir haben hier unsere schöne Murmel, wie man so schön sagt, die Marmorkugel Erde mit den Ozeanen. 70% der Oberfläche sind mit Wasser bedeckt. Wir haben die braunen Landmassen oder grünen Landmassen. Wir sehen aber auch Wolken. Wir sehen schneebedeckte Bereiche an den Polen der Erde. Und bei dem Mars sieht es ganz anders aus. Wir haben hier eine rostbraune Farbe. Wir sehen keinerlei flüssiges Wasser. Wir haben hier verschiedene Strukturen zu sehen. Vielleicht haben Sie die Beobachtungen von Schiaparelli davon schon mal gehört im 19. Jahrhundert, der sich den Mars angeschaut hat. Er hat kanalartige Strukturen gefunden, wo natürlich dann auch gleich die Frage im Raum stand, sind das natürlich geschaffene Strukturen oder gab es einen intelligenten Bauer, Architektur sozusagen, die dahinter steckt? Gibt es intelligente Wesen auf dem Mars, die hier was gebaut haben und so schöne Kanäle, vielleicht Bewässerungsanlagen oder was auch immer, Nord Stream 2, gebaut haben? Und da ist natürlich die große Frage, was sich dahinter verbirgt. Krieg der Welten, die Geschichte war natürlich auch eine Konsequenz von dem Ganzen, weil man sich überlegt hat, gibt es den bösen Marsianer, der zur Erde fliegt und die Erde unterjochen möchte? Von all dem haben wir astronomisch keinerlei Spuren bislang, keinerlei intelligentes Leben, was gefunden wurde, noch nicht mal einfache Formen von Leben, Bakterien. Um sowas natürlich festzustellen, muss man einigen Aufwand betreiben und deshalb ist es am besten auch wirklich hinzufliegen und mit Robotern den roten Planeten zu erforschen. Die Oberfläche kommt daher übrigens, deshalb ist Rost tatsächlich auch die richtige Bezeichnung, es ist Eisenoxid. Also oxidiertes Eisen, was wir hier im Wesentlichen sehen. Und das verleiht eben dem Mars die rote Farbe. Und wenn Sie den mal am Himmel sich anschauen als Astronomen, dann haben Sie auch wirklich, man sieht die rote Farbe mit bloßem Auge. Ist also überhaupt kein Problem. Wenn Sie Betelgeuse schon mal gesehen haben, ein Hauptstern im Orion, ist der vergleichbar, ist auch rot, wobei die beiden Körper natürlich extrem unterschiedlich sind. Das eine ein roter Riesenstern, Betelgeuse, und hier Mars eben ein Planet, der nur deshalb zu sehen ist, weil er angeleuchtet wird von der Sonne. Auch die Temperaturverhältnisse sind sehr ungemütlich. Wir haben hier, also diese Temperaturangaben beziehen sich immer darauf, Minimum, Mittel, Maximum. Wir haben im Mittel auf der Erde plus 15 Grad Celsius. Und das ist relativ ungemütlich auf dem Mars, im Mittel minus 55 Grad Celsius, also doch eiskalt. Und woran liegt es im Wesentlichen? Wir haben eine sehr, sehr dünne Marsatmosphäre, die also nicht so schön warm, kuschelig das alles in Watte packen kann, damit es da warm wird. Die Wärme, die überhaupt da gebildet wird, verschwindet ins All. Wir haben auch nicht diesen Treibhauseffekt, dass wir Strahlung der Sonne haben, die zwar eintreffen kann in die Atmosphäre, dann langwelliger wird und gefangen wird durch eine Atmosphäre. Das funktioniert nicht, weil einfach die Atmosphäre viel zu dünn ist. Typischerweise haben wir da ein Tausendstel Bar nur von den Druckverhältnissen her und deshalb ist es also hier auch entsprechend kalt. Die Zusammensetzung ist komplett anders. Sie wissen ja, dass ein dominante Gas, was wir in der Erdatmosphäre haben, ist der Stickstoff mit 78%, dann gefolgt von Sauerstoff, der ja unheimlich wichtig ist für das Leben. Und dominiert wird der Mars eben von Kohlendioxid, 95%, nur 3% Beimischung Stickstoff und ansonsten nur noch ein bisschen Argon.
Die Umlaufzeit ist natürlich dadurch größer, weil der Mars weiter entfernt ist. Wir haben natürlich hier die Kepler-Gesetze, die am Werke sind. Sie können dann auch die Kepler-Gesetze benutzen natürlich, um etwas über den Planeten zu lernen. Die Umlaufzeit beträgt also hier fast 2 Erdjahre, muss man ja sagen. Dann haben Sie das Marsjahr. Und wenn da steht siderische Umlaufzeit, das ist das SID, gibt ja verschiedene Definitionen, wie wir Umlaufzeiten definieren können. Damit ist gemeint, dass der Planet also genau dann, wenn er an der Position wieder ankommt, denselben Fixsternhimmel um sich herum wieder sieht. Das ist mit siderischer Umlaufzeit hier gemeint. Immer wenn der Astronom AU sagt oder AE, meint er die astronomische Einheit. Das ist die charakteristische Längenskala in Sonnensystemen. Wir haben also einen mittleren Abstand mit der Erde zur Sonne von 150 Millionen Kilometern. Das ist gerade die astronomische Einheit. Und 1,58 astronomische Einheiten ist der Mars entfernt, also etwas weiter draußen. Die Größe der Kugel und die Masse der Kugel bestimmt auch, wie stark diese Kugel Körper festhalten kann. Da kommen wir also in den Bereich der Newton'schen Gravitationsphysik hinein. G ist die Masse mal die Gravitationskonstante geteilt durch den Radius der Kugel zum Quadrat. Wenn Sie das einsetzen für die Erde, eine 5 mit 24 Nullen in Kilogramm, dann die hier gezeigten 6772 Kilometer müssen Sie durch 2 teilen, damit Sie den Radius haben. Wenn Sie das einsetzen, bekommen Sie eben etwa 9,8 Meter pro Sekunde Quadrat heraus. Was bedeutet das? Wenn Sie Körper auf der Erde einfach fallen lassen, werden die gleichmäßig beschleunigt, und zwar nach einer Sekunde um 9,81 Meter pro Sekunde, nach 2 Sekunden also doppelt so schnell und so weiter. Das ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und beim Mars, weil die Kugel einfach viel, viel weniger Masse enthält, die Kugel ist zwar kleiner, aber die Masse ist eben auch viel, viel, viel kleiner. Dadurch ist die schwere Beschleunigung auf dem Mars deutlich geringer als bei der Erde, 3,7 Meter pro Sekunde Quadrat. Und wenn Sie sich jetzt an den Schulunterricht zurückerinnern, da hat man im Rahmen der gleichmäßigen Beschleunigung gelernt, dass S gleich 1/2 GT Quadrat ist. Also wenn Sie eine Fallzeit ausrechnen wollen, dann müssen Sie für eine bestimmte Höhe, wie lange braucht es, bis Gegenstände einen Meter durchfallen haben auf dem Mars, dann müssen Sie diese Gleichung nach T umstellen. Dann bekommen Sie also 2S durch G, ziehen daraus die Wurzel, dann kriegen Sie die Fallzeit heraus. Und weil eben jetzt die schwere Beschleunigung geringer ist, fast ein Faktor 3 geringer ist auf dem Mars, wird entsprechend die Fallzeit durch die 1 durch Wurzel aus 3 höher. Und vielleicht erinnern Sie sich an den Film mit Matt Damon, also der den Mark Watney gespielt hat. Das war ja so, dass in dem Film das ist ein Science-Fiction-Film natürlich, wir befinden uns in der Zukunft der Menschheit. Eine Crew von Astronauten ist auf dem Mars unterwegs, erforscht ihn auch. Und da gab es dann einen Marssturm und der hat also dann dazu geführt, dass die Crew Hals über Kopf den Mars verlassen hat. Sie dachten, einer der Crew wurde tödlich verletzt, er hat aber überlebt, das war Mark Watney, wurde von einem Teil getroffen und war schwer verletzt im Prinzip und die anderen sind einfach abgehauen, er ist zurückgeblieben. Und das war dann eben die Geschichte des Films, wie kann der Mann dort überleben, wie kann er essen, Nahrungsmittel zunehmen und all diese Probleme, die Sie hier sehen, dann lösen. Die Kälte auf dem Mars, den Wassermangel, den Sauerstoff, den es da nicht gibt, wie kann er dieses Problem lösen, dann trotzdem da einige Zeit zu überleben. Und was die auch beachtet haben, ist tatsächlich einige Dinge. Die hatten natürlich wissenschaftliche Beraterinnen und Berater, die beigewohnt haben, von der NASA unter anderem. Und die haben natürlich gesagt, hier passt auf, die Fallzeit, wenn Dinge herunterfallen auf dem Mars, dann ist die Fallzeit erhöht. Und tatsächlich gab es eine Szene, wo man das sehr gut gesehen hat. Der Mark Watney hatte so eine Box gehabt, war vor seinem Mars-Habitat, wirft es auf den Boden. Und dann sieht man tatsächlich, dass sie daran gedacht haben, es so zu animieren, dass es langsamer fällt, als es auf der Erde fallen würde. Der Mark Watney hat aber auch Kartoffeln angepflanzt auf dem Mars, um zu überleben. Hat er dafür die Exkremente, die tiefgefrorenen Exkremente der
Crewmitglieder benutzt, um dann da Kartoffelpflanzen anzupflanzen. Natürlich musste die Saat für die Kartoffeln von der Erde kommen. Die gibt es so in der Form natürlich nicht auf dem Mars. Und um das schön wachsen und gedeihen zu lassen, hat er das dann eben gegossen und so weiter und so fort. Und da hat man aber, wenn man genau hingeschaut hat, wenn er da in dem Marsstaub mit der Schaufel zugange ist, da haben sie leider nicht dran gedacht, dass dann der Sand etwas langsamer herunterrieseln muss. Also es gibt Filmfehler, die Sie entdecken können. Wenn Sie übrigens das Thema interessiert, ich habe mein Buch extra nochmal bereitgelegt, hier die Wissenschaft schlägt zurück. Da bespreche ich also verschiedene Science-Fiction-Filme, Interstellar, Gravity und eben auch den Marsianern, wo man dann erfahren kann, was ist aus wissenschaftlicher Sicht in dem Film gut gelaufen, wie realistisch ist die Situation, kann man wie bei dem Film Gravity einfach mal so vom Hubble-Weltraumteleskop zur internationalen Raumstation hüpfen, ist das wirklich so nah im All? Also das sind alles interessante Fragen, die wir natürlich aus der Wissenschaft beantworten können und zum Teil wirklich Tränen der Wut, aber auch der Rührung weinen können. Ich zeige Ihnen gerne auch die beiden Monde, Deimos und Phobos. Sie sehen hier bei den Formen schon, die sind sehr unregelmäßig geformt, wie so eine Kartoffel, schon wieder die Kartoffel, wie beim Marsianer, diesmal in Mondgestalt. Und die Abmessungen sind eben deutlich geringer. Wir sehen hier nur sowas wie 10 bis 20 bis 30 Kilometer Abmessungen. Dadurch sind die eben auch unregelmäßig geformt. Sie brauchen einfach eine kritische Grenzgröße und auch damit Grenzmasse, damit dieser Körper sich schön rund formen kann. Und das liegt je nach Zusammensetzung, das sieht man sehr schön bei den Asteroiden. Es muss sowas wie einige hundert Kilometer sein, damit die auch wirklich rund werden können. Die Umlaufzeiten dieser Körper, Sie kennen ja den Monat von der Erde, etwa 28 Tage, das ist die Umlaufzeit des Mondes. Dann wiederholen sich ja die Phasen des Mondes, die wir kennen, Neumond, zunehmend Vollmond und abnehmender Mond. Hier haben wir besondere Verhältnisse insofern, dass diese Umlaufzeiten viel geringer sind. Wir reden nur von Tagen, also 1,3 Tagen oder sogar noch weniger bei Phobos, nur 7,7 Stunden. Und was es auch gab, das habe ich jetzt nicht mit hier reingenommen in den Vortrag, es gibt sogar, weil die wirklich auch auf demselben Orbit vorbeiziehen, gibt es sogar Bedeckungsphänomene, dass ein Mond vor dem anderen steht. Und das ist natürlich auch sehr schön anzusehen und ist bestimmt sehr schön zu betrachten. Ganz falsch dargestellt war es übrigens, wenn Sie das Filmplakat gesehen haben von dem Science-Fiction-Film Total Recall. Das ist also extrem übertrieben dargestellt, dass das so eine beißend rote, trübe Marsatmosphäre ist und auch die Monde, die da zu sehen waren, waren kugelrund. Also da hat man einiges missachtet. Der Film mit Arnold Schwarzenegger war also in der Hinsicht nicht gut dargestellt. Und übrigens auch die Geschichte, wenn man ohne Astronautenanzug da in die Atmosphäre stürzt und dann es Reaktionen gibt, natürlich, man wird ersticken, das ist klar, aber ploppen einem wirklich die Augen aus dem Kopf, wie es in dem Film dargestellt war. Und da muss man natürlich sagen, nein. Und das erfahren Sie natürlich auch in dem Buch, was ich Ihnen gezeigt habe. Wir können auch gerne dann nochmal am Schluss, wenn Sie eine Frage haben, drüber sprechen. Olympus Mons wollte ich Ihnen noch zeigen, der höchste Vulkan im Sonnensystem. Weil es ja sowas wie Meereshöhe auf dem Mars nicht gibt, ist es nicht so einfach zu definieren, wie hoch ist der eigentlich. Vergleiche ich das mit einem mittleren Marsniveau, was ich haben könnte auf dem Mars, oder vergleiche ich das mit der direkten Umgebung? Je nachdem, was Sie hernehmen, bekommen Sie verschiedene Höhen raus. Man hat hier ein mittleres Marsniveau zugrunde gelegt. Beim Mond macht man es übrigens, beim Erdmond macht man es genauso, um dann halt einfach Höhen angeben zu können. Und wenn Sie das zugrunde legen, bekommen Sie hier eine Höhe von eben 21,3 Kilometern. Und das ist natürlich beeindruckend. Das ist etwa fast das Dreifache von dem Mount Everest. Und das ist wirklich eine beeindruckende Höhe natürlich. Der höchste Vulkan im Sonnensystem, der sich in der Tharsis-Region befindet. Hier nochmal ganz kurz ein paar weitere Informationen, also der Mars Reconnaissance Orbiter, das ist diese US-Sonde, die seit einigen Jahren um den Mars kreist, hat natürlich den genauen Augenschein genommen. Es gibt verschiedene Sensoren bei den meisten Orbitern, die sich das anschauen, zum Beispiel Temperaturen untersuchen. Und da kommt man eben drauf, dass in diesem
Marsjahr, was also fast zwei Erdenjahren entspricht, im Wesentlichen drei verschiedene Jahreszeiten zu beobachten sind, also drei verschiedene Zeitabschnitte, könnte man sagen, wo also etwa gleiche Temperatur herrscht beim Lauf um die Sonne. Die Zusammensetzung hatte ich Ihnen schon gesagt. Das Wichtigste, was Sie mitnehmen sollten, ist, auf dem Mars gibt es vor allem Kohlendioxid, 95%, und alles andere nur in Spuren. Vor allem Sauerstoff ist ein Problem. Das heißt, hier sehen Sie schon, wenn Sie Leben suchen wollen, ist die Frage, ist es so eine Art anaerobe Form, die ohne Sauerstoff oder mit wenig Sauerstoff auskommt, oder den Sauerstoff, der in geringen Mengen auch natürlich im Gestein dort gebunden vorkommt, nutzen könnte. Wir haben Wasserdampf, der ist tatsächlich vorhanden auf dem Mars, ist eben auch gebunden, ist übrigens auch beim Mond so. Es gibt da, wir hatten gerade heute in der Redaktion von Stern und Weltraum auch über das Thema gesprochen, es gibt implantiertes Wasser, wird das genannt. Also wenn Sie irgendwelche Partikel haben, die jetzt den Mars oder, wir hatten heute darüber gesprochen, den Mond bombardieren, und da ist dann eben eine Komponente dabei, Wasserstoff oder Sauerstoff, und sie trifft eben auf Gesteine, wo sich zum Beispiel die andere Komponente befindet, dann kann das eben, dieses Wassermolekül bei dieser Bombardierung entstehen, sodass sie dann hier Wasservorkommen haben. Das könnte dann eben verdampfen, könnte gleich wieder verschwinden, könnte aber eben auch niederschlagen, wenn sie da eine günstige, oder gefrieren, sublimieren, direkt eben gefrieren, wenn es, je nachdem, was für Bedingungen da vor Ort direkt herrschen. Staub ist ein Riesenthema beim Mars, nicht nur bei dem Film Der Marsianer war das eben gleich am Anfang ein wichtiges Thema. Also wie gesagt, es gibt diese globalen Stürme, es gibt die Mars-Windhosen, will ich mal sagen, die da auch zu sehen sind. Also einiges, was da los ist, aber es weht insgesamt, muss man eben sagen, ein laues Lüftchen, weil einfach der Druck in der Atmosphäre deutlich geringer ist. Es gibt auch Polkappen, habe ich gar nicht gesagt. Wir sehen aber dann auch nochmal gleich im Verlauf des Vortrags nochmal Bilder. Je nachdem auch, wie wir gerade relativ zum Mars orientiert sind, können wir auch die eine der Polkappen dann besonders gut sehen. Die besteht auch aus Wassereis und je nachdem saisonal bedingt, je nach Temperatur, auch aus gefrorenem Kohlendioxid, also aus Trockeneis. Die Größe ist durchaus stattlich. Wir reden da also von Durchmessern dieser Polkappen von ungefähr 1000 Kilometern und Höhen von etwa 5 Kilometern. Was wissen wir nicht? Sie sehen hier ein älteres Bild, jetzt schon über 20 Jahre alt, von der NASA aufgenommen, von einem Orbiter von dem Mars, also kein gemaltes Bild, sondern ein echtes Foto. Natürlich über Bildbearbeitung dann mehrfach prozessiert. Und die großen Fragen will ich Ihnen hier mal vorstellen. Also gibt es natürlich Leben auf dem Mars? Gibt es noch flüssiges Wasser? Auch hier finden wir, ja, man könnte fast sagen, 4-5 Mal im Monat. Bei uns ist das schon ein bisschen Running Gag in der Redaktion von Stern und Weltraum. Wegen, ja, haben Sie wieder Mars, auf dem Mars flüssiges Wasser gefunden? Man hat immer so ein bisschen den Eindruck, dass dann natürlich auch die Weltraumbehörden ein bisschen motivieren wollen, dass wir jetzt endlich wieder zum Mars hin müssen, weil man hat wieder was Tolles entdeckt. Also es ist bei uns so ein Running Gag, weil es wird so 4 oder 5 Mal im Jahr wird flüssiges Wasser entdeckt. Aber es ist natürlich tatsächlich so, es gibt immer mal andere Situationen, andere Funde, eine Sonde, die irgendwas entdeckt hat unter bestimmten Bedingungen. Und das ist natürlich dann eine spannende Frage. Ob vielleicht auch, wenn wir so diese globalen Bilder sehen von dem Mars, ob es eben Nischen gibt, Höhlen zum Beispiel, Höhlensysteme, wo vielleicht doch flüssiges Wasser in irgendeiner Form überdauert hat. Und wir nehmen ja eben an, dass in dem flüssigen Wasser sich auch Leben entwickelt hat. Wie es genau entstanden ist auf der Erde, weiß man ja auch immer noch nicht. Man hat aber Vermutungen zum Beispiel, dass Bedingungen wie bei den schwarzen Rauchern in der Tiefsee, die Black Smokers, irgendwelche Hotspots, wo sozusagen die Erdwärme austritt, dass da gute Bedingungen herrschen, dass sich da diese ersten, ja, Moleküle, die Leben braucht, gebildet haben. Vielleicht war es aber auch eine Art Vulkansee. All das sind große Fragen, die das irdische Leben betreffen und die natürlich auch beim Mars erforscht werden. Vielleicht hilft uns eben auch der Mars dabei zu verstehen, wo das Leben auf der Erde herkommt. Also es gibt da genug Motivation für Forschende, um sich den Mars genau anzuschauen. Natürlich die große Frage, gibt es auch nicht nur das flüssige Wasser, sondern auch direktes Leben?
was noch existiert, Bakterien oder was komplizierter aufgebautes. Gibt es vielleicht auch Fossilien, könnte ja auch sein, dass man einen Fund macht und dann vielleicht das Leben zwar verschwunden ist, genauso wie das Wasser jetzt offenbar verschwunden ist, das fließende Wasser, was es offenbar mal gegeben haben soll auf dem Mars, aber dass sich eben vielleicht auch da Fossilien finden lassen. Das sind alles große Fragen und deshalb versucht man immer wieder, neue Missionen dahin zu schicken, mit noch ausgefeilteren Methoden den Mars zu erforschen. Natürlich auch eine Motivation, ob man den Mars besiedeln könnte, auch das in der Science Fiction natürlich, zum Beispiel in der Serie Expanse, sehr schön durchgezogen worden, will ich mal so formulieren, dass man sich fragt, gibt es dann wirklich auch Marsvölker irgendwann mal in der fernen Zukunft der Menschheit, dass da dann doch Menschen leben können. Man muss aber tatsächlich, und das kam auch bei dem Film der Marsianer ganz gut raus, das Hauptproblem, wenn Sie mich fragen, ich sage es besser gleich, bevor ich am Ende das Ganze vergesse, das Hauptproblem beim Mars ist eben, er hat kein schützendes Magnetfeld wie die Erde. Das heißt, diese Strahlung, die kosmische Strahlung, die ja sehr energiereich ist, kommt mehr, also die ja auch nicht nur aus elektromagnetischer Strahlung mit hohen Energien besteht, sondern auch aus Partikeln, die hohe Energien haben, die würden natürlich dafür sorgen, dass da das Leben sehr stark beeinflusst wird. Das ist so ähnlich, wie wenn wir einen Höhenflug durchführen oder auch auf der Raumstation leben. Wir sind dann, die Menschen, die das machen, sind ja dann einer erhöhten Strahlendosis ausgesetzt. Und das ist auf Dauer, wie wir wissen, ungesund. Es ist so ähnlich wie eben die Radioaktivität, die ja auch aus energiereichen Teilchen oder aus energiereicher elektromagnetischer Strahlung besteht, Alpha, Beta, Gamma, Teilchen oder Strahlung. Das ist auf Dauer schädigend für Leben, für lebende Zellen, für das Erbgut. Und das ist das Problem am Mars. Wenn Sie sich also da längere Zeit aufhalten wollen, müssen Sie sich gegen diese energiereiche Strahlung schützen. Deshalb sollte man dann eben Habitate bauen, also sprich ein Haus mit dicken, dicken Wänden. Und dann hat man eine Chance, da durchzukommen. Und das ist eben nur ein Problem, was Sie haben auf dem Mars. Dann müssen Sie irgendwoher das Wasser bekommen, wie das der Marsianer gemacht hat, synthetisieren zum Beispiel aus den Komponenten, die es dann da gibt auf dem Mars, mit einem Aufwand. Auch das versucht die NASA durchzuführen. Schon jetzt mit den Rover-Experimenten bei Perseverance möchte man eben auch solche, oder hat man schon solche Experimente durchgeführt, um genau sowas auch zu testen. Und natürlich muss man den Sauerstoff irgendwo herbekommen, den man atmet. Flüssiges Wasser, Sauerstoff und eben ein angenehmes Leben, eine angenehme Temperatur und eben kein Energiebombardement von Teilchen aus dem All. Also insofern, wenn Sie mich fragen, man wird bestimmt in Jahrzehnten irgendwann zum Mars reisen. Das ist einfach auch ein technologisches Ziel. Die Menschheit möchte das dann auch wissen. Schaffen wir das? Können wir da hinfliegen? Und es ist ja eigentlich alles da. Jetzt haben wir die Sonden dort. Das ist der nächste Schritt, dass da auch ein paar Menschen hinkommen, aber in einem großen Stil die Menschheit umsiedeln, also viele Menschen dahin bringen oder sogar das als Zufluchtsort sehen für die Menschheit, weil es mit der Erde bergab geht. Da sehe ich, ehrlich gesagt, das sehe ich nicht, überhaupt nicht, weil der Mars natürlich überhaupt nicht die Bedingungen bietet, die wir brauchen und eben auch der Aufwand beträchtlich wäre und natürlich auch das Flächenargument, ne, Sie erinnern sich, mit der Kugeloberfläche, er ist halt auch vierfach kleiner. Wo sollen die ganzen Leute hin? Wir haben ja jetzt schon ein Problem mit dem Platz hier auf der Erde. Es gibt also genug Motivation, um den Mars zu erforschen. Dann kommen wir jetzt endlich nach einer Dreiviertelstunde zu den Punkten, was jetzt im letzten Jahr im Wesentlichen passiert ist. Ich habe Ihnen da vier Bilder mitgebracht. Wir haben auch einen Stern im Weltraum, das natürlich über viele Hefte verfolgt. Das war hauptsächlich auch im Mai-Heft im letzten Jahr ein Thema. Sie sehen ja auf dem Cover den Mars Rover Perseverance, der also Kleinwagenformat hat. Aber starten wir erstmal chronologisch. Wir hatten also am 9. Februar 2021 von den Vereinigten Arabischen Emiraten zum ersten Mal einen Orbiter, der hier im All stationiert wurde, der also am 9. Februar am Mars angekommen ist, Al-Amal. Das ist eine reine Orbiter-Mission, das heißt, es gibt keinerlei Bestrebungen, dass da irgendeine Landeeinheit runtergeht, sondern das Teil kreist mit mehreren Sensoren um den Mars, sowie auch der Mars Reconnaissance Orbiter und viele, viele andere Orbiter unterwegs sind. Das können Sie übrigens auch in dem Heft entnehmen. Wir haben da eine Karte gemacht,
wo wir alle möglichen Sonden, die beim Mars waren und nicht waren, ist gut, die eher gescheitert sind, also es gab auch einige Crash-Missionen, haben wir zusammengestellt, damit man einfach mal sieht, was waren so die in der Vergangenheit die Ziele, welche Nationen sind überhaupt auf dem Mars unterwegs. Die meisten sind, muss man sagen, kläglich gescheitert, weil einfach das doch immer noch nach wie vor sehr schwierig ist, eine Sonde heil dorthin zu bringen und auch wenn man runter möchte, auf die Oberfläche heil zu landen. Schon am nächsten Tag im letzten Jahr, am 10. Februar 2021, waren die Chinesen sozusagen vor Ort mit ihrer Mission Tianwen 1 zum ersten Mal und sie waren sofort erfolgreich und hatten eben auch hier bei Tianwen nicht nur einen Orbiter, sondern eben auch einen Lander, einen Rover, der dann später dort ausgesetzt wurde, der jetzt erfolgreich seine Runden dort dreht. Es war also super gelaufen für die chinesische Raumfahrt und natürlich sehr pressewirksam umgesetzt von den USA, der Rover Perseverance, der also jetzt sozusagen eine weitere neue Generation von Rovern ist, die von den USA erfolgreich dahin geschickt wurde. Er war dann etwa eine Woche danach, nach den Chinesen dort angekommen. Wie gesagt, alle drei im selben Zeitfenster, einfach weil man da bestimmte Startbedingungen hat, um zum Mars zu kommen. Ich zeige Ihnen dann auch bei den Ländern, bzw. Rovern, wo die sich befinden. Wir schauen uns dann eine Marskarte an. Hier ist der Krater Jezero oder Jezero. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es vernünftig im Deutschen aussprechen würde, wo er dann sich befindet. Warum gerade da, werde ich Ihnen auch erzählen. Und von China eben der danach auch benannte Rover, nach einem Feuergott benannte Rover Zhurong, der sich in der Nachbarregion Utopia Planitia befindet, seit Juni 2021, als nämlich dann vom Orbiter ausgehend diese Kapsel gelandet ist. Wir haben das hier im Aprilheft im letzten Jahr zusammengefasst mit Bildern. Sie sehen hier alle drei Nationen vertreten. Links oben eben das Orbiterbild von Alamal oder eines der Orbiterbilder, dann eines der Bilder von den Chinesen in der Mitte unten und rechts eben ein Blick in das Kontrollzentrum, wo wir da schon erste Bilder sehen. Erste Bilder nämlich von dem Rover Perseverance, der von den USA dort erfolgreich seine Runden zieht. Alamal hat, wie gesagt, den roten Planeten aus dem Orbit im Blick, liefert viele, viele Bilder. Seither hier ein Bild im optischen Bereich mit den Kameras, aber es gibt eben auch andere Instrumente an Bord, andere Sonden. Und hier sehen Sie Bilder stellvertretend, einfach mal zu zeigen, was kann man mit dieser Sonde Alamal machen. Das ist das Infrarotspektrometer MRIS, was hier Aufnahmen gemacht hat von der Atmosphäre. Das ist die obere dargestellte Kugel und die zeigt die atmosphärische Temperatur. Unten hingegen wirklich die Oberflächentemperatur. An der Farbskala sehen Sie in Grad Celsius, was das für Bedingungen sind. Etwas wärmer in der Atmosphäre und eisekalt wirklich auf dem Boden. Je nachdem natürlich, ob wir auch gerade auf der sonnenbeschienenen Seite sind oder nicht. Sie sehen hier, geht es runter bis ungefähr minus 120 Grad Celsius, also wirklich eiskalt. Da möchte keiner Urlaub machen, aber das ist natürlich interessant, sich dann anzuschauen, welche Bedingungen herrschen da vor Ort, was könnte da noch existieren und wie verhalten sich auch natürlich Atome und Moleküle unter den Bedingungen. Wie gesagt, es gibt keine wärmende Atmosphäre, deshalb das große Problem hier. Es ist ähnlich wie beim Mond, da ist es ja auch so, es gibt keine Gasatmosphäre, keine Nennenswerte und deshalb eben auch extrem kalt, extremes Auskühlen, sobald die Sonne weggewandert ist und das nicht mehr beleuchtet. Alamal hat aber auch ein anderes Instrument noch an Bord. Hier sehen wir EMUS, also Bilder von EMUS, das ist ein UV-Spektrometer. Es kann also mit ultravioletten Aufnahmen durchführen. Hier sehen wir so eine komische sternförmige Aufnahme. Das liegt daran, dass hier einfach so scanmäßig mit diesem Instrument über den Planeten drüber gescannt wurde, um dann mal zu schauen, was sieht man da. Und da sieht man eben hier vor allem Wasserstoff. Diese verschiedenen Farben bedeuten hell, also weiß, hohe Konzentration von Wasserstoff und dunkel, geringe Konzentration. Und wir sehen im Prinzip, wie sich hier vom Planet direkt dieser
dieses Wasserstoffgas löst, weil es einfach nicht von der geringen Schwerkraft festgehalten werden kann. Passiert übrigens auch auf der Erde. Je nachdem, welches Gas wir da haben, Wasserstoff, Helium sind so leicht, die müssen irgendwie gebunden werden. Dann haben sie eine Chance, dass es auf der Erde bleiben kann. Ansonsten ist die Fluchtgeschwindigkeit eben so hoch von diesen Gasen, dass die einfach ausgasen und den Planeten verlassen können. Kommen wir zu der chinesischen Mission Tianwen 1. Wie gesagt, nicht nur ein Orbiter, sondern eben auch ein Rover. Erstmal Bilder, die der Orbiter hier gemacht hatte. Das waren Bilder aus dem letzten Jahr. Und dieses Bild dürfte Ihnen neu vorkommen, denn das wurde jetzt erst am 1. Januar veröffentlicht. Was haben die da gemacht? Jetzt könnte man sagen, Moment mal, wer hat das Foto gemacht? Und es gibt eine einfache Antwort. Die Chinesen haben einfach eine Funkkamera mitgeführt, haben die dann ausgesetzt und für kurze Zeit hat diese Funkkamera dann hier Bilder aufnehmen können von der Sonde, die die Funkkamera ausgesetzt hat. Und das ist das, was Sie dann hier sehen, Tianwen 1, den Orbiter mit Mars im Hintergrund, mit den ganzen Strukturen im Hintergrund zu sehen. Also das war schon eine ordentliche Leistung. Ganz neue Bilder, die sind zwar, ich glaube, die sind natürlich, die müssten eigentlich früher entstanden sein, denn das habe ich bei der Veröffentlichung nicht gesehen. Das ist übrigens das große Problem mit den Chinesen. Sie wissen ja, es ist eine Diktatur und die machen natürlich nicht so eine Pressearbeit, wie das westlich orientierte Länder durchführen, allen voran. NASA ist natürlich ein absolutes Vorbild bei der Pressearbeit, die investieren da ordentlich Mittel, machen das auch frei zugänglich. Das ist überhaupt kein Problem, auch für uns als Zeitschrift NASA-Bilder in einer hohen Auflösung zu bekommen und zu drucken. Aber sowas wie hier von der chinesischen Weltraumbehörde CNSA, die sind da halt nicht so hinterher. Und wenn man da nachfragt, können wir das Bild drucken, dann antwortet ihnen auch keiner, typischerweise. Insofern muss man dann meistens Presseagenturen konsultieren, die mehr oder weniger ihren Kopf hinhalten und die Rechte dann eben verkaufen an solchen Bildern. Und dann können wir die auch zeigen und drucken. Aber es ist einfach eine ganz miserable Öffentlichkeitsarbeit, muss man wirklich so sagen, von den chinesischen Behörden. Und da wünschen wir uns natürlich, dass das besser wird, dass wir da mehr Bilder bekommen und es auch alles einfacher wird. Nichtsdestotrotz zeige ich Ihnen hier ein paar Bilder. Das ist jetzt hier natürlich keine echte Fotografie, sondern eine Computergrafik, möchte ich nochmal betonen. Als dann der Rover gelandet ist auf dem Mars, war er natürlich hier mit so einer Kapsel runtergekommen. Bei Perseverance war das genauso. Er war natürlich geschützt mit einem Hitzeschutzschild in einer Kapsel. Die Kapsel hat sich mit Überschallgeschwindigkeit auf den Planeten zubewegt, hatte wenige Minuten gebraucht, um von Überschallgeschwindigkeit dann runtergebremst zu werden auf eine moderate Geschwindigkeit, um überhaupt da halbwegs landen zu können. Und das war bei beiden Missionen mehr oder weniger gleich gelöst worden. Allerdings ist dieser Rover, den Sie hier sehen von den Chinesen, viel kleiner, etwa nur ein Viertel des Gewichts von den Perseverance. Perseverance hat sowas wie Kleinwagenformat, eine Tonne schwer, auf der Erde natürlich. Und der Zhurong hat ungefähr 250 Kilogramm Masse und ist damit also deutlich kleiner. Er musste dann hier diese Plattform runterfahren und das ist alles auch gelungen. Ich kann Ihnen vielleicht mal gleich ein Bild zeigen. Das sind also echte Fotos jetzt vom Mars und von der Plattform, wo der Rover der Chinesen runtergefahren ist. Und auch hier ist wieder spannend die Frage unten, wer hat das Bild bitte schön gemacht? Wir sehen nämlich den Rover und die Plattform. Und es war auch hier so, dass die Chinesen eine Funkkamera, sozusagen eine kleine Kamera, hingelegt haben auf den Marsboden. Dann ist der Rover wieder weggefahren. Und dann konnte man dieses Foto aufnehmen. Also ich finde es eine fantastische Leistung, weil das wollen wir Menschen ja. Wir wollen ja Bilder und Videomaterial sehen, direkt vor Ort aufgenommen. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn wir dann sowas hier sehen können. Wie gesagt, das ist Chinas erste Mars-Mission. Es war sofort ein Erfolg. Landung erfolgte in der Region Utopia Planitia. Zeige ich Ihnen gleich auf der Karte. Und seitdem werden also hier alle möglichen Daten und Bilder geliefert. Das war also jetzt hier vom Juni 2021. Der Rover Zhurong wurde nach einem chinesischen Feuergott benannt
hat eben Abmessungen von 2 x 1,6 x 0,8 Meter ungefähr, also ist etwas kleiner, wie gesagt, als der US-Rover. Die Energie wird geliefert über Solarzellen, also keine Radionuklidbatterien. Radionuklidbatterien, das ist das, was Sie auch vielleicht von den Marsianern kennen. Das sind Batterien, die ihre Energie aus dem radioaktiven Zerfall bekommen. Der radioaktive Zerfall stellt eben über die Alpha-Beta-Gamma-Strahlung dann Energie zur Verfügung, die in Wärme umgewandelt wird. Und diese Wärme kann dann eben hier in elektrischen Strom verwandelt werden. Das ist hier nicht der Fall bei Zhurong. Es gibt die Solarzellen. Hier natürlich das Problem, wenn dann mal die Solarpaneele bedeckt sind mit Marsstaub, wie funktionieren die weiter? Auch da gibt es dann natürlich einfache mechanische Lösungen. Oder man überlegt sich auch, das einfach frei zu blasen, mit Druckluft sozusagen weg zu boosten. Aber das ist natürlich, damit es langfristig funktioniert, ein Problem. Wenn Sie in das ferne Sonnensystem eine Raumsonde schicken, dann können Sie keine Solarzellen mehr verwenden. Dann müssen Sie da tatsächlich auf die Radioaktivität auch zurückgreifen. Das macht man dann bei Sonden, zum Beispiel die zum Pluto fliegen oder sowas. Da nutzt man dann Radioaktivität. Es gibt ansonsten chemische Wärmeflaschen. Damit ist gemeint, dass hier eine chemische Reaktion stattfindet, die temperaturabhängig ist. Wenn es tagsüber auf dem Mars etwas wärmer ist, dann wird diese Reaktion stattfinden in dieser Wärmflasche. Die Wärme wird gespeichert und wenn es nachts wieder kalt wird, gibt es eine Rückreaktion, die Wärme wieder freisetzt. Und das wurde hier auch benutzt. Mittlerweile, das war also vielmehr der Stand am 9. Oktober, ich habe jetzt gar nicht die Zahl hier aktualisiert, das können Sie natürlich auch herausfinden, zum Beispiel in der Wikipedia, wo es dann Artikel gibt über diese über Zhurong. Er hatte dann also mehr als 1 Kilometer auf der Marsoberfläche zurückgelegt. Perseverance war ein Musterbeispiel, wie man das pressewirksam umsetzen muss, damit die Weltöffentlichkeit teilhaben kann an einer Landung auf dem Mars. Wir konnten da fast live dem Ganzen beiwohnen. Warum nur fast? Es ist natürlich so, dass wir Lichtlaufzeiten haben und nichts ist schneller als das Licht. Wenn Sie eine Radiowelle, ein Funksignal nämlich zum Beispiel schicken vom Mars zur Erde, dann braucht es, je nachdem, wo er sich gerade befindet, einige Minuten. Und im Februar 2021 war der Mars so weit entfernt, dass es ungefähr 11 Minuten gedauert hat, bis die Signale hier ankommen. Das hatte eine paradoxe Folge. Vielleicht erzähle ich Ihnen das dann, wenn es soweit ist, wenn wir zur Landung kommen. Hier nochmal zum Genießen ein Mars-Panorama, also ein weiteres Bild. Da gibt es natürlich dann auf den Websites der NASA unheimlich viel Material inzwischen, allein von dem Rover Perseverance, neue Bilder. Und Sie können natürlich auch auf Twitter zum Beispiel den Institutionen, dem NASA, @NASAPersevere heißt es zum Beispiel, folgen. Dann werden Sie immer auf den aktuellen Stand gebracht, was da gerade zu sehen ist. Kommen wir zu der Marskarte. Ich sehe gerade, es ist 1 Stunde rum. Sie sind hoffentlich noch bei mir, weil ich kann Sie weder hören noch sehen. Aber ich hoffe mal, dass es Sie weiterhin interessiert zum Thema Mars. Denn wir kommen natürlich jetzt, kleiner Cliffhanger, zum Thema Perseverance noch. Wie war das mit der Landung? Aber damit Sie sehen, wo der überhaupt gelandet ist, wollte ich Ihnen noch mal eine Karte zeigen vom Mars. Hier sehen wir eine Mercator-Projektion müsste das sein. Also wie kann ich überhaupt, das ist ja ein kartografisches Problem, wie kann ich eine Kugeloberfläche darstellen auf einer Karte, die aber jetzt schön flach auf dem Tisch liegt. Das können Sie durch diverse Projektionen durchführen. Da gibt es also eine ganze Reihe von verschiedenen Varianten. Sie können zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, so eine Art Zylinder eben hernehmen, wo diese Karte aufgerollt sich drauf befindet. Und dann machen Sie eine Projektion, indem Sie ausgehend von dem Mittelpunkt der Kugel die Kugeloberfläche durchstechen und an einer bestimmten Stelle dann diesen um die Kugel gelegten Zylinder treffen. Also ich hoffe, ich habe das halbwegs vernünftig erklärt, dass Sie folgen können. Auf jeden Fall rollen Sie hinterher diesen Zylinder auf und stellen fest, Sie haben diese ganzen Punkte auf der Kugeloberfläche jetzt projiziert. Nämlich durch diese Mercator-Projektion kriegen dann so eine Karte wie das, was Sie hier sehen. Wir haben also wunderbar den Mars-Nordpol oben auf eine Linie jetzt auseinandergezogen, der ja eigentlich recht nah hier auf ungefähr 1000 Kilometer zusammengeschnürt wäre, ja eigentlich diese Polkappe, ist jetzt hier so aufgerollt dargestellt. Sie sehen links im Bild
den Olympus Mons, Sie sehen die Tarsis-Region, Valles Marineris und Sie sehen verschiedene andere Regionen. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier nochmal mit den Schriftzügen enthüllen, was wir da für verschiedene Regionen auf dem Mars haben. Valles Marineris ist sehr bekannt, da gab es natürlich auch Flüge. Es gab ja Sonden, die über diese Schluchten drüber geflogen sind. Man hat diese Höheninformationen dann visualisiert. Mit Hilfe von Raytracing kann man das dann im Computer darstellen. Das war, glaube ich, sogar schon in den 80er Jahren möglich. Ich erinnere mich, dass Joachim Bublert das in Abenteuerforschung damals im ZDF schon gezeigt hatte, diese wirklich atemberaubenden Flüge über den Mars. Und man hat wirklich das Gefühl, man fliegt da über die Schlucht drüber. Das kann man natürlich jetzt deutlich besser machen mit den GPUs und so weiter, die man heutzutage hat. Aber was Sie jetzt hier sehen ist, das möchte ich Ihnen nochmal zeigen, weil eine Frage, die häufig einfach kommt, ja Moment mal, es gibt einen chinesischen Rover, es gibt den US-Rover, sehen die sich? Kann man da mal kurz vorbeifahren? Und es ist einfach so, ich glaube, es sind rund 1000 Kilometer. Ich habe jetzt hier meinen Spickzettel leider in der Präsentation verborgen, aber Sie können jetzt zum Beispiel hier einfach mal die Grundlage nehmen. Der Äquator hier, diese Breite des Rechtecks, was Sie sehen, ist ja im Prinzip die Länge des Äquators, also sprich der Umfang der Marskugel am Äquator. Und wenn Sie das dann projizieren auf diese Abstände, die hier eingetragen sind, dann finden Sie heraus, okay, die sind halt einfach doch viel zu weit voneinander entfernt. Die sind in unterschiedlichen Regionen auf dem Mars gelandet. Ich habe Ihnen auch die Mission InSight eingetragen hier rechts. Das ist dieser Mars-Maulwurf, der ja so eine Bohrung durchgeführt hat. Auch da war immer spannend zu folgen auf Twitter und zu hören und zu sehen, was die neuesten Bilder da sind, die da aufgenommen wurden. Das war dieser Bohrer, der sich da reingehämmert hat und dann viele Probleme hatte, in den Mars vorzudringen. Irgendwann ist er stecken geblieben und wurde dann eben vor einem Jahr, im Januar 2021, wurde diese Mission offiziell von der NASA für beendet erklärt, weil dann das nicht weitergegangen ist. Nichtsdestotrotz hat die ganze Apparatur natürlich noch andere Sonden. Man kann zum Beispiel Marsbeben messen und man hat dann auch im August und September letztes Jahr 2021 die stärksten Marsbeben überhaupt registriert mit Hilfe von InSight, wo man sich natürlich dann auch fragt, wo kommt das Ganze her und was passiert da im Inneren des Mars. Kleine Frage noch, die ich loswerden wollte: Wenn wir nochmal jetzt ohne diese Schriften uns den Mars angucken, dann sehen Sie schon mit dem laienhaften Auge Unterschiede. In der nördlichen Hemisphäre schöne, ausgedehnte, glatte Regionen. In der südlichen Hemisphäre ein Bombardement, was da offenbar stattgefunden hat. Viele, viele Krater. Und das sagt eben schon dem Mars-Geologen, Areologen, wie man ja offiziell dann sagt, Ares ist das griechische Wort für den Mars, Mars ist die römische Variante. Dann sagt es Ihnen etwas über das Alter, denn wenn Sie da viele Krater sehen, die zum Teil ja dann auch überlappen, weil da gibt es einen Krater, der von einem Meteoriteneinschlag herrührt, dann kommt der nächste, der einschlägt, noch ein Krater über dem anderen Krater und so weiter, dann sagt Ihnen das, diese Region muss offenbar sehr alt sein. Und die nördliche Hemisphäre, die hier so wunderschön glatt erscheint, die muss offenbar areologisch, beziehungsweise hier in Klammern, geologisch jung sein. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich dann stellt als Marsforscher, der Planetologe, möchte verstehen, wie solche Strukturen natürlich dann zustande kommen und wie alt die sind und so weiter. Wissenschaftliche Ziele sind also, ja, die organischen Verbindungen, im besten Fall sogar Leben zu finden. Wir wollen die Grundbausteine des Lebens finden. HNO-CPS, das steht für Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Phosphor und Schwefel. Das sind so die wesentlichen Bausteine des Lebens. Brauchen Sie sich nur mal auch die DNA angucken. Wo steckt das Phosphor in der DNA? Das ist diese Leiter der Helix, die sich da ja so windet. Die Leitersprossen und die Leiter selbst besteht aus Phosphor, deshalb ist Phosphor durchaus ein wichtiges Element, chemisches Element, was man erforschen und danach suchen sollte. Und natürlich möchte man auch die biologischen Strukturen verstehen und sehen. Mineralogisch, was gibt es da chemisch auch zu sagen zu der Marsoberfläche? Wie kam es zu den Isotopenzusammensetzungen? Also viele, viele Fragen, die Sie mit solchen Sonden dann klären können.
Hier sehen Sie ein sehr schönes Bild des Rovers Perseverance. Der hat also eine Armada von Kameras an Bord, 23 Kameras, zum ersten Mal Mikrofone, das ist neu, gab es vor Perseverance noch nicht. Ansonsten, dieser Rover, wie der aussieht mit den 6 Rädern, ist er ein Zwilling von Curiosity, der ja Jahre vorher gestartet wurde und auch mit demselben Verfahren dorthin transportiert wurde und gelandet ist. Die Sensoren gibt es Ähnlichkeiten, aber wurden natürlich weiterentwickelt. Wir haben hier auch diverse Spektrometer, zum Beispiel hier an dem Roboterarm, der hier so auslädt nach vorne. Der kann also wirklich so greifen, hat er einen Sherlock an Spektrometer an Bord und die Watson-Kamera und Pixel. Das sind also diverse Sensoren, die da für verschiedene Aufnahmen und auch Daten, die da gesammelt werden, dann verantwortlich sind. Und natürlich das Hauptproblem ist, da sitzt keiner mit einem Joystick und der lenkt hier den Mars Rover von links nach rechts. Warum? Wir haben das Problem angesprochen. Jedes Kommando, das Sie mit Funk zum Mars schicken, braucht einige Minuten, je nachdem, wo der Mars gerade steht, unter Umständen sogar 25 Minuten. Und dann ist es zu spät. Ja? Der Rover soll dem Felsen ausweichen, Sie lenken, aber 25 Minuten später kommt das Signal an, dann ist der Rover schon längst in den Felsen gecrashed und zerschellt. Deshalb muss man, und das ist natürlich ein spannendes Problem für Ingenieure, für Computerfreaks, man muss Algorithmen entwickeln, die sozusagen diesen Rover komplett autark machen, dass er einerseits mit seinen Kameras, mit den Augen herausfindet, was gibt es hier so in der Umgebung, aber auch das identifiziert und natürlich dann einen Weg zum Beispiel findet durch das komplizierte Terrain. Und da zeige ich Ihnen dann gleich auch ein Bild, wo man das wunderbar, ein Video, wo man das sehen kann. Diese Animation zeigt mal die Fähigkeiten von der Kamera Watson. Also die Kamera sitzt vorne an diesem Roboterarm dran. Jetzt hat man hier bei diesem Test nicht den ganzen Arm an die Oberfläche des Mars herangeführt, sondern konstant mit einer bestimmten Höhe über der Marsoberfläche gehalten und hat dann den Zoom ausprobiert, den Fokus sozusagen geguckt, wie scharf kann denn jetzt diese Kamera die Strukturen an der Oberfläche heranholen. Und das ist das, was Sie jetzt sehen. Wir zoomen immer mehr heran, ohne dass sich die Kamera Richtung Oberfläche bewegt. Und da sehen Sie hier wahnsinnige Auflösungen, feinste Partikel auf der Oberfläche. Sie wollen geradezu selber den Mars schon abstauben, weil diese kleinen Partikel da zu sehen sind. Also eine ganz tolle Geschichte, wie leistungsfähig diese Kameras inzwischen geworden sind. Und das wird natürlich mit der nächsten Generation noch besser werden. Aber das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man hier diese Animation sieht. Das Beeindruckendste wahrscheinlich und auch sehr gut in Szene gesetzt, war natürlich die Landung von dem Ganzen, was die USA auch sehr gut begleitet hat mit Kameras, aber eben auch mit Mikrofonen. Wie ich Ihnen auf der Karte gezeigt habe, ist die Syrtis Major Region hier angepeilt worden. Warum gerade da? Es gab einen Asteroideneinschlag in grauer Vorzeit vor einigen Milliarden Jahren. Und dabei hatte sich ein Krater gebildet von ungefähr 48 Kilometer Durchmesser. Es befand sich vermutlich, das vermutet man aufgrund der Strukturen, die man sieht, befand sich dort ein Kratersee, der etwa 250 Meter tief ist. Und durch diese Zuflüsse, die wir zu dem Krater sehen, vermuten natürlich jetzt die Forschenden, okay, da müssen sich irgendwelche Schwebestoffe befinden, die auch hier in diesen Kratersee hineintransportiert wurden. Es gab Ablagerung und vielleicht war das dann eine optimale Bedingung, dass sich da Leben bilden konnte. Also deshalb möchte man gerade diese Region anschauen. Der Kratersee ist natürlich längst weg, aber wenn wir uns hier diese Bilder der Oberflächenreliefs anschauen, des G0-Kraters, dann sehen wir förmlich ja, plastisch in diese Oberfläche reingeritzt, dieses Flussdelta, was sich damals gebildet haben muss. Wir sehen da meandernde Strukturen wie auf der Erde, wo wir Flussbiegungen sehen. Links oben zum Beispiel hier wollen Sie geradezu mitschwimmen, den Fluss, und dann hier in den Kratersee hineinkommen und sehen natürlich hier solche Strukturen, von denen man glaubt, dass sie sich also gebildet haben. Ich glaube, hier habe ich leider auch keine Aktualisierung gemacht. Das ist aber jetzt unwesentlich entfernt von diesen beiden Kreuzen.
Ich habe aber ein neues Bild, was ich Ihnen gleich zeigen werde, nämlich wo befindet sich der Rover Perseverance, wo befindet sich der Mars-Helikopter Ingenuity. Das war hier der Stand, glaube ich, vom Dezember, was ich da eingezeichnet habe. Und jetzt sind die entsprechend ein bisschen weitergewandert, zeige ich Ihnen aber gleich. Also das ist sozusagen diese interessante Region, die man da sich anschauen möchte. Diese Farbe, die ganze Farbgebung ist im Computer entstanden. Das ist nur topografisch, um jetzt hier Ihnen zu zeigen, was ist hoch, was ist tief. Das ist also eine topografische Karte und kein echtes Foto natürlich. Das sollte man immer dazu sagen. Perseverance bedeutet Beharrlichkeit. Dieser Rover mit der ganzen Mission, Ingenuity und so weiter, ist Teil des Programms Mars 2020. Der Rover ist gigantisch groß, hat Kleinwagenformat, wiegt ungefähr eine Tonne. Er wurde wie der Rover Curiosity, wie so eine Art Marionette, hängend an Fäden runtergelassen bei der Landung. Aber zunächst war natürlich das Hauptproblem, diesen Affenzahn von Überschallgeschwindigkeit herunterzubremsen. Und da gibt es eben nichts Besseres als Bremsfallschirme. Es wurden also Fallschirme geöffnet. Und dann wurde das ein sehr, sehr nervenaufreibendes Landemanöver, was ungefähr 7 Minuten dauerte. 7 Minutes of Terror wurde das dann in der Presse genannt. War bei den Chinesen natürlich genauso, auch ähnlich lang. Die hatten das auch gefilmt, wie dann erst danach auch gezeigt, das heißt gefilmt, ist also aufgenommen. Es gibt auch da Bildmaterial von den Chinesen, was ich jetzt aber nicht in den Vortrag reingepackt habe. Und ja, der Fun Fact ist, was ich Ihnen vorhin schon sagen wollte, als wir das auf der Erde gesehen haben, die ersten Bilder, die dann endlich ankamen von Perseverance, war der ganze Spuk schon längst vorbei. Denn wie gesagt, das waren 7 Minuten des Landemanövers, aber das Signal braucht 11 Minuten, um bei uns anzukommen. Das heißt, als das Signal hier war, war die Landung schon längst passiert. Es wurden dann auch eben die Mikrofone eingesetzt. Man hört da so eine Art Rauschen. Habe ich jetzt hier nicht in den Vortrag eingebaut. Können Sie sich gerne im Internet auf der NASA-Website nasa.gov/Mars und so weiter, Perseverance, können Sie sich die einzelnen Missionen anschauen und finden, was da an Material noch zu finden ist. Es klingt jetzt nicht so spannend. Es klingt, wie wenn Sie ein Mikrofon hier in der Erdatmosphäre hinhalten und der Wind rauscht an dem Mikrofon. Aber das Spannende ist eben, es wurde auf dem Mars aufgenommen. Wir hören echte Geräusche vom Mars und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Die Kapsel sah dann eben so aus, war also ein Hitzeschild, erstmal eingepackt, der Rover mit allem und auch Ingenuity ist ja im Prinzip im Bauch des Rovers drin, der Mars-Helikopter war alles hier noch in der Kapsel drin, die dann also sich mit dem Affenzahn da bewegt hat. Und dieses Bild ist dann eben um die Welt gegangen, als nämlich Perseverance am Skycrane, am Himmelskran hing, sozusagen an der Kapsel und dann eben langsam gelandet wurde auf der Oberfläche des Mars. Es wurde also gefilmt, zum ersten Mal gefilmt. Es gibt Filme dazu, auf YouTube können Sie die sehen, auf der NASA-Website. Und das ist natürlich noch niemals zuvor gelungen. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen den Rover von oben. Das heißt, wir schauen von oben Richtung Marsoberfläche hinunter und sehen, wie der an den Fäden der Kapsel sozusagen dranhängt und dann danach eben davon gelöst wurde. Faszinierend auch, dass es den NASA-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelungen ist, hier Aufnahmen zu machen mit dem Orbiter Mars Reconnaissance Orbiter MRO, nämlich wie gerade das Landemanöver zu sehen war aus der Ferne. Das hat der Orbiter tatsächlich hier mitgefilmt. Er hat mit den Kameras Richtung Landemanöver geschaut und wir sehen hier in der Vergrößerung tatsächlich den geöffneten Bremsfallschirm und die Kapsel, wie sie da dranhängt. Danach sehen wir, wie sich die Teile verteilt haben. Parachute links oben ist der Fallschirm, der sich dann gelöst hat. Die Abstiegsstufe, Descent Stage, ist rechts daneben. Der Rover Perseverance unten in der Mitte des Bildes und das Hitzeschild hat dann woanders den Weg auf die Marsoberfläche gefunden. Das ist hier ganz rechts zu sehen. Der Fallschirm war nicht irgendein Fallschirm. Wir reden ja hier von der NASA und wir reden von dem Jet Propulsion Laboratory, dem JPL, was hier verantwortlich ist. Und das JPL hat den Slogan Dare Mighty Things, vage, schwierige Vorhaben, etwas frei übersetzt.
Und dieses Motto von JPL war als eine Art Osterei versteckt. Die ganzen Cracks haben damals schon darauf gewartet, was sich die NASA wohl diesmal hat einfallen lassen. Denn auch bei anderen Missionen wurden da einige Geheimcodes benutzt. Und Sie sehen hier also links oben den Fallschirm, wie er aussieht. Jetzt, wenn man in die andere Richtung schaut, vom Rover mit der Kamera nach oben auf den geöffneten Fallschirm. Wir gucken also zum Himmel des Mars sozusagen und sehen hier so ein komisches rot-weißes Muster. Und das ist eben natürlich wissenschaftlich jetzt relevant, dass das nicht symmetrisch dargestellt ist, denn man möchte in den ganzen Aufnahmen dann und auch den Filmen sehen, wie sich dieser Fallschirm während des Fluges verhält, wie er hin und her flattert und sich vielleicht dreht und so weiter. Deshalb ist es gut, dass der nicht symmetrisch ist. Aber wie gesagt, die NASA wäre nicht die NASA, wenn die da nicht sich was Besonderes hätten einfallen lassen. Es stellt sich heraus, sie haben in das Muster des Fallschirms über den Binärcode ein Geheimzeichen hier hinterlassen, nämlich das Motto "Dare Mighty Things". Sehen Sie hier in der Auflösung rechts unten. Sie können also diese Farbmuster einzelnen Buchstaben zuordnen. Und in dem äußeren Ring des Fallschirms wurden zwei Buchstaben und Zahlen hinterlassen. Das ist einfach die geografische Position Nord und West auf der Erdoberfläche, wo sich nämlich das Jet Propulsion Laboratory, das Institut, befindet. Also eine tolle Geschichte. Und auch schon nach kurzer Zeit, nach wenigen Stunden, gab es die ersten Leute, die das herausgefunden hatten. Bei Curiosity übrigens war es eine witzige Geschichte. Da hatte man den Morse-Code benutzt. Das war jetzt hier bei Perseverance nicht mehr der Fall. Und zwar hat man in die Reifen über den Morse-Code lang, kurz und so weiter, ne, Löcher reingemacht, kleinere und größere Löcher, aber im Morse-Code. Und wenn jetzt diese Reifen abrollen im Marsstaub, dann hinterlassen sie eben Löcher, sozusagen kleine Häufchen, da wo nämlich die Löcher in den Reifen drin sind. Und dann, wenn man das übersetzt vom Morse-Alphabet in den normale Buchstaben, dann kriegt man eben JPL raus. Das heißt, immer wenn ein Curiosity abrollt auf der Marsoberfläche, dann steht da JPL, JPL, JPL. Das heißt, wenn irgendwann mal da ein intelligenter Außerirdischer vorbeikommt und dann diese komischen Spuren sieht und vielleicht super clever ist, dann sieht er sofort, da guck mal, JPL, JPL, die Menschen waren schon da. Hier der versprochene wilde Ritt über die Marsoberfläche, ein kurzes Video, das am 12. September 2021 mit der AutoNav-Kamera aufgenommen wurde. Wir sehen jetzt gleich, wenn ich den Film starte, wie der Rover Perseverance 167 Meter auf der Oberfläche zurücklegt. Wie gesagt, es gibt keinen mit einem Joystick, der den hier durch die Gegend lenkt, sondern der Rover muss komplett autark, komplett autonom hier den Weg finden über die Marsoberfläche. Er sollte eben Kollisionen mit Felsen vermeiden, auch nicht in eine steile Böschung runterfahren. Und wenn Sie jetzt im Film mal genau darauf achten, werden Sie sehen, dass es durchaus da Lenkmanöver, Lenkkorrekturen gibt, wo er eben dann Steinen ausweicht. Sind Sie bereit? Sind Sie soweit? Dann kann es losgehen. Viel Spaß, die Fahrt beginnt. Da war eben der Zack. Ja, oder auch hier, kurz rübergelenkt. Ist doch ein ganz cooles Gefühl, ne? So fühlt es sich an, wenn Sie ruckelig über den Mars fahren. Ist also doch, Sie brauchen was Geländegängiges. Gibt noch keine Autobahn auf dem Mars. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, aber wir haben natürlich noch ein paar Themen zu besprechen und zu zeigen. Ich wollte Ihnen noch den Mars-Helikopter vorstellen. Wir haben noch 10 Minuten. Ich denke, ich werde da auch dann eher so sein, dass wir 90 Minuten Vortrag haben und dann kommen noch Fragen dazu, wie das immer so ist bei mir. Ich rede dann gerne etwas länger. Es kommt, also ich arbeite daran, ich verspreche es. Sie sehen hier nämlich auch eine Aufnahme, hier allerdings nicht mit einer Funkkamera, die hin platziert wurde, wie bei den chinesischen Sonden, sondern hier hat der Arm sozusagen, wie wir auch ein Selfie machen, der Arm, der Roboterarm hat die Kamera sozusagen gehalten und sich selber und auch den Helikopter fotografiert. Dann wurde hinterher dieser Arm rausgerechnet aus dem Bild, deshalb sehen die den Arm hier nicht mehr.
Aber der Arm ist natürlich da und hat dieses Foto gemacht. Und hier sehen Sie platziert auf der Oberfläche, der kam sozusagen aus dem Bauch raus. Es ging so eine Klappe auf und dann waren die Füßchen auch noch eingeklappt von dem kleinen Helikopter, von dem Mini-Hubschrauber. Die mussten auch ausgefahren werden. Natürlich wurde dieses Gerät entwickelt auf der Erde. Es ist nicht von dem Aussehen her wie ein typischer Helikopter, wie wir das kennen, mit dem Heckrotor, der ja dann für das Lenken verantwortlich ist. Man hat hier eine Doppelrotorlösung gefunden. Und das ist natürlich eine besondere Frage. Sie wollen jetzt auf einem anderen Planeten fliegen, haben aber eine wahnsinnig dünne Atmosphäre. Vielleicht haben Sie den Film Cliffhanger gesehen. Sie merken, ich komme da immer wieder aufs Kino zurück. Das macht halt immer Spaß, da Vergleiche zu ziehen. Das war dieser wahnsinnig intelligente Film Cliffhanger mit Sylvester Stallone, wo es dann darum ging, dass in den Bergen ein Hubschrauber fliegen musste. Und das ist eben genau ein Problem. Es ist anschaulich klar, was los ist. Wenn Sie mit dem Hubschrauber immer höher gehen, irgendwann sind Sie so hoch, dann ist die Luft so dünn, dass das mit dem ganzen Auftrieb, das ganze Flugprinzip einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, Sie können dann nicht höher fliegen. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr parat. Ich glaube, 10 Kilometer ist die Grenze auf der Erde für Helikopterflüge, die noch möglich sind. Hier ist es also so gewesen, dass das, wenn man es übertragen möchte, das Problem eines Marsfluges, dann müsste es gelingen, auf der Erde in 30 Kilometer mit dem Helikopter fliegen zu können. Das ist natürlich absolut unmöglich, illusorisch mit der bekannten Technologie, aber wir haben eben jetzt hier besondere Bedingungen auf dem Mars, wir haben eine dünnere Atmosphäre, wir haben eine geringere Schwerkraft, die natürlich dann auch den Einfluss hat. Das heißt, dieses kleine Gerät, was auf der Erde 1,8 Kilogramm wiegt, ist natürlich leichter, also Gewichtskraft ist geringer, die Masse ist natürlich eine Konstante, ist stoffspezifisch, da kann man nicht dran drehen, aber das Äquivalent, wie stark die Schwere sozusagen wirken würde auf dem Mars, ist nur noch ungefähr ein Drittel oder sowas. Und das ist also das Besondere an Ingenuity, man musste hier dieses Problem lösen. Diese Umdrehungszahl der Rotoren ist durchaus vergleichbar mit Helikopterdrohnen, die wir auch auf der Erde mittlerweile ja haben, die da ihre Runden ziehen, 40 Umdrehungen pro Sekunde. Warum möchte man überhaupt so einen Mini-Hubschrauber haben? Man möchte eben in Regionen vordringen, wo nie zuvor ein Mensch gewesen ist, beziehungsweise wo nie zuvor ein Rover hingekommen ist. Sie haben natürlich jetzt mit dem Hubschrauber das Problem, dass sie fliegen können, wenn es also alles gelingt. Und dann ist die Idee, dass die Drohne vielleicht auch erstmal vorausfliegt und dann dem Rover spannende Flecken zeigt, wo der Rover später hinfahren könnte oder auch den Weg überhaupt zeigt durch kompliziertes Terrain. Also es macht durchaus Sinn, solche Drohnen auch künftig einzusetzen, wenn man einen Rover am Start hat und wenn man irgendwie auf dem Körper, wo man da unterwegs ist, auch fliegen kann. Hier ein Bild, was da so alles sich drin befindet. Das ist eine extrem leichte Bauweise, wie in einem Formel-1-Rennsport. Wir haben hier Carbonfaserschaum für die Rotorblätter, Carbonbeinchen und so weiter, die da benutzt wurden. Es gibt Sensoren und Kameras an Bord. Das Herzstück ist dieser Rumpf, wo sich dann also auch die Sensorik, die Kameras drin befinden, aber auch die Batterie zum Beispiel. Für die Kommunikation mit Perseverance gibt es Radioantennen. Es läuft dann so, dass die Signale, die Bilder und auch die Bilddaten und so weiter erstmal zu Perseverance geschickt werden und von Perseverance, dem Rover, dann zu dem Mars Reconnaissance Orbiter. Das ist der Orbiter der NASA, der um den Mars kreist. Und das dient sozusagen als Relaisstation und vom Orbiter MRO wird es dann mit einer hohen Sendeleistung zur Erde geschickt und wir bekommen dann die Daten. Natürlich dann mit relativ geringen Datenraten, also wenn das dann, ich müsste jetzt nochmal nachschlagen, was die Datenrate ist, aber sie ist deutlich geringer als hier unser Highspeed-Internet. Da müssen Sie also eine Weile warten, bis so ein Bild sich dann zum Beispiel aufgebaut hat, was da mit der Kamera aufgenommen wurde. Aber Sie sehen hier zum ersten Mal, es ist also gelungen, am 19. April 2021 der erste Motorflug auf einem fremden Planeten, nämlich auf dem Mars. Der Helikopter hat selber, als er dann, der erste Flug war auch übrigens ganz simpel, es ging nur darum, senkrecht kurz hochzufliegen und wieder zu landen. Also am Anfang nicht übertreiben,
nicht gleich hier sportlich durch die Gegend fliegen und die Gegend erkunden, sondern erstmal schauen, funktioniert es und so weiter. Also man hat das langsam angehen lassen. Mittlerweile haben 18 Flüge der letzte Mitte Dezember 2021 stattgefunden. Und hier beim ersten Flug hat Ingenuity nicht ganz sich selbst fotografiert, sondern den Schatten. Das ist das Bild, was wir hier links oben sehen. Wir sehen erstmal noch die Spuren von dem Rover in dem Marsstaub, weil natürlich der Rover den ja einfach abgesetzt hat, genau in der Mitte zwischen den Spuren. Und dann flog der also hier kurz nach oben. Das sehen Sie in dem rechten Bild mit einem Kreis markiert, wo sich da gerade der Helikopter befindet. Es gibt auch kleine Videos dazu, die dann auch auf Twitter und im Internet natürlich die Runde gemacht haben. Der flog kurz hoch, ging dann wieder runter. Und als er oben war, hat er von seinem Schatten das Bild gemacht, was Sie hier links oben sehen. Die weiteren Erfolge waren, also wie gesagt, der erste Flug war nur senkrecht, hat nur 40 Sekunden gedauert, war 3 Meter Flughöhe, dann wieder runter. Inzwischen eben viele weitere Flüge, auch Flüge, wo er einfach mal weggeflogen ist und dann wieder woanders gelandet ist. Und dann kam der Rover hinterhergezuckelt. Also alle möglichen Varianten mittlerweile, die da durchgeführt worden sind. Und wenn Sie das selber mal sich anschauen wollen, wo sich gerade der Rover der NASA, Perseverance und auch Ingenuity, die Helikopterdrohne, befinden, dann sei Ihnen diese Website empfohlen von der NASA, mars.nasa.gov und so weiter. Mars 2020 ist die Mission, wo ist der Rover? Dann können Sie hier nachschauen in der interaktiven Karte. Sie können sich also selber durch diese Karte durchmanövrieren. Sie können zoomen, Sie können hin und her wandern, können Sie dann schauen, wo er sich befindet. Und wir sehen hier auch mit dem Kreis markiert, der Rover hat jetzt schon 2,8 Kilometer zurückgelegt auf der Oberfläche. Das ist übrigens ein ganz aktuelles Bild. Ich war vorhin extra für Sie auf der Website und Sie sehen, jetzt ist die Helikopterdrohne rechts vom Rover und das war eben auf dem anderen Bild anders dargestellt. Also das ist jetzt der aktuelle Stand. Es gab Gesteinsproben natürlich, da kommen wir wieder zur Wissenschaft zu sprechen. Hier sehen wir gerade, als vor einigen Monaten der Fels Rochette, einen französischen Namen hat er bekommen, angebohrt wurde. Es wurde dann versucht, Gesteinsproben zu entnehmen. Ganz am Anfang hat es erstmal nicht so gut funktioniert, dann viel besser. Und die letzte Entnahme war bei dem Fels, der nach auch einen französischen Namen bekommen hatte, Isol. Das war jetzt erst im Dezember. Da gab es ein bisschen Probleme. Sie sehen nämlich, was da gemacht werden muss. Wir sehen hier rechts unten den Probenbehälter. Das heißt, Sie müssen sich so vorstellen, dieser Rover hat also den Roboterarm. Da befindet sich vorne der Bohrer dran. Der Bohrer geht da rein, entnimmt einen Bohrkern und der wird eben dann versiegelt und in diesen Probenbehälter eingepackt. Und Sie sehen, da sind ganz viele Löcher in dem Probenbehälter. Man möchte nämlich sehr, sehr viele Proben sammeln. Man hat auch jetzt schon inzwischen einige gesammelt. Circa 35 möchte man insgesamt haben. Und das große Ziel ist eben, man möchte die auch zurückbringen zur Erde. Also irgendwann, dieses Probenbehältnis wird auf dem Mars an eine günstige Stelle dann hingesetzt, damit man da mit einer späteren Mission hinfliegen und landen kann, um die Probe zu entnehmen und genauso wie bei den Apollo-Missionen wirklich die Marsgesteine zur Erde zurückzubringen. Wann genau das passieren wird, ist noch unklar. Es ist aber auf jeden Fall fest geplant. Vielleicht im Jahr 2031, das müssen wir mal sehen, ob das dann möglich sein wird. Wir hatten im Dezemberheft von Stellen Weltraum, das sehen Sie hier rechts unten referenziert, auch genau diese Geschichte mit Bildern dargestellt. Können Sie da gerne nochmal nachlesen zum Thema Rochette. Aber mittlerweile ist man eben schon weiter und hat den nächsten Felsen angebohrt. Dann haben Sie es im Wesentlichen geschafft. Wie geht es also weiter mit dem Mars? Es wird natürlich weitere Flüge geben von dem Heli Ingenuity. Perseverance wird weiterfahren, wird weitere Proben sammeln. Auch natürlich weitere Forschungsbilder von Alamal zu erwarten, von der Raumsonde, die also als Orbiter von den Arabischen Emiraten um den Mars kreist. Ein schöner Ausblick ist, dass, ich hatte ja gesagt, Phobos ist die große Frage und Deimos, sind die eingefangen worden? Wenn man das machen könnte wie bei dem Erde-Mond-System, dass wir also wirklich Proben in der Hand haben
und in dem chemischen Labor analysieren können, sagen können, diese Gesteinsprobe stimmt mit der Probe des Mars zum Beispiel überein, dann würde es eben für eine gemeinsame Entstehungsgeschichte der Marsmonde und des Mars sprechen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Vermutlich wurden diese kleinen Körper eingefangen, aber das würde man natürlich gerne nachweisen. Und dazu hatten wir auch schon einen Ausblick gegeben in Stern und Weltraum in dem Juni-Heft letztes Jahr. Es gibt nämlich die Mission Martian Moons Exploration, MMX genannt, von den Japanern. Und die möchten gerne zum Marsmond Phobos fliegen und wirklich vor Ort Gesteinsproben entnehmen und sie auch zurückführen zur Erde. Das wird also spannend werden, ob das alles gelingt. Sie sehen, es bleibt nicht stehen. Auch die Europäer haben natürlich in diesem Jahr mit den ExoMars einiges vor und wollen natürlich auch den Mars erforschen. Wir drücken die Daumen, denn die Europäer waren natürlich eher etwas glücklos, muss man sagen, bei den selbstgeführten Missionen bislang. Der Mars birgt also nach wie vor viele Rätsel. Wir wissen immer noch nicht sicher, ob es dort Leben gibt oder Leben gab. Es ist vielleicht eben dann durchaus auch spannend, da mal Menschen irgendwann hinzuschicken. Das wird aber noch eine Weile dauern, da bin ich mir sicher. Aber wenn Sie sich anschauen, wie jetzt zum Beispiel SpaceX voranprescht mit der bemannten und astronautischen Raumfahrt, wie man ja jetzt sagt, dann ist es natürlich eine Geschichte, die da wirklich sehr gut gelingt. Und wer weiß, ob dann auch SpaceX zum Mars fliegen wird. Also das ist durchaus wahrscheinlich. Und natürlich möchte ich Ihnen noch mal zum Schluss unser aktuelles Heft, was am nächsten Freitag, diese Woche Freitag erscheinen wird, im Handel ans Herz legen. Wir haben alle in der Astronomie Pipi in den Augen, denn das James Webb Space Telescope hat sich wunderbar entfaltet. Am letzten Wochenende ist der hier goldfarben dargestellte Hauptspiegel ausgeklappt worden. Das musste alles zusammengefaltet werden, damit es Platz hat in dem Kopf der Ariane 5 Rakete. All das hat wunderbar in den letzten Tagen geklappt. Wenn Sie Stern und Weltraum folgen auf Twitter, dann können Sie dann persönlich auch meine Kommentare und Bilder dazu verfolgen. @Sterne_Weltraum. Dann können Sie uns folgen auf Twitter und da twitter ich natürlich auch mal live, was da so von der NASA zu berichten ist. Wir haben hier in dem Heft, im Februarheft passenderweise, was vor dem Start in der Redaktionsschluss hatte sozusagen, haben wir dargelegt. Dietrich Lemke hat einen Artikel geschrieben. Er ist selber beteiligter Forscher an den JWST, hat beigetragen zu dem MIRI-Instrument, was dort sich befindet. Sie wissen ja, das wird im Infraroten dann Daten aufnehmen. Also das wird sehr spannend werden. Die ersten Bilder, da können wir erst im Sommer 2022 damit rechnen, also noch ein paar Monate Zeit. Jetzt ist auch das Teleskop noch nicht ganz an dem Zielort angekommen. Es soll ja den Lagrange-Punkt L2 umkreisen, der Lagrange-Punkt des Erde-Sonne-Systems. Dort sind die Gravitationskräfte relativ gering. Um diesen Punkt L2 genannt, kreist dann eben dieses Teleskop und es ist eben noch nicht ganz dort angekommen. Es hat jetzt mehr als 1 Million Kilometer zurückgelegt und soll eben dann, wenn es dort ankommt, am Zielorbit 1,5 Millionen Kilometer entfernt sein. Also das ist das, was uns aktuell umtreibt, wo wir alle Argus-Augen drauf gerichtet haben. Sie bestimmt auch. Und wenn Sie bei Stern und Weltraum reinschauen, dann erfahren Sie auch immer das Neueste. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen und ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Andreas, für den tollen Vortrag. Man darf vielleicht jetzt gerade zum Schluss noch hinweisen, es gibt ja noch einen weiteren Vortrag im Rahmen des VHS-Programms, im neuen Semesters, wo sich genau mit dem James Webb Space Telescope beschäftigen wird. Aber jetzt bleiben wir erstmal beim Mars. Es sind ganz viele spannende Fragen eingegangen. Ich würde vorschlagen, dass wir die noch abarbeiten, weil die vielleicht auch für die Aufzeichnung spannend sind. Bevor wir die Mikrofone alle komplett freigeben und ich die Aufzeichnung schließe, wenn Sie erlauben, würde ich die einfach der Reihe nach jetzt einfach mal an Andreas Müller weiter adressieren. Die erste Frage, ich gehe einfach der Reihenfolge nach vor. Frage, wissen Sie, von wo die Sonde Al-Amal gestartet ist? Oh, das ist eine gute Frage. Das haben wir natürlich im Heft auch dokumentiert. Da müsste ich jetzt selber nachschlagen, muss ich gestehen. Ich glaube, es war schon auf arabischem Boden sozusagen, aber ich müsste jetzt wirklich nachschauen. Also schauen Sie mal bei Stern und Weltraum oder Sie schauen mal bei, geben mal Al-Amal ein. Und die nächste Frage.
Vielleicht ein Kommentar dazu, was da grundsätzlich wichtig ist. Ein äquatornaher Startplatz ist immer gut, denn Sie kriegen sozusagen dann den Schwung der Zentrifugalkraft der Erde mit und müssen nicht noch Ihre Rakete dann zusätzlich schnell machen. Also das Dümmste, was man machen könnte, wäre an Nord- oder Südpol der Erde zu starten, weil dann müssen Sie eine wahnsinnige Bewegungsenergie noch in die Rakete reinstecken, um wegzukommen. Und deshalb hat man immer äquatornahe Startplätze. Kourou zum Beispiel, Französisch-Guayana, das ist ja da nördlich von Brasilien, Südamerika gelegen, optimal. Da ist jetzt das James Webb Space Telescope gestartet. Aber bei Alamal, also ich hätte jetzt gesagt, das war in Arabien auch auf Arabisch verboten, aber gucken Sie lieber nochmal nach. Und bei uns bei SOB steht es mit Sicherheit auch drin. Es gibt noch eine zweite Frage zu Alamal. Wurden die Experimente von den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt, auch die gesamte Steuerung? Im Wesentlichen ja. Die hatten natürlich die internationale Expertise auch angezapft, aber das ist eben das Besondere und natürlich auch bei den Chinesen, dass da vieles auch einfach Eigenentwicklungen sind der entsprechenden Nation. Ist natürlich auch das Interesse, wenn man jetzt mal bei Perseverance schaut, da sind auch viele Kameras zum Beispiel dabei, die auch von Europäern oder auch von deutschen Instituten stark mitentwickelt wurden. Die haben natürlich dann auch ein Anrecht auf die Daten. Das ist ja immer dann so die Frage, wer ist der Erste, der die Daten benutzen darf? Ist es sind es die Nationen, die hier direkt projektbeteiligt sind? So ist es typischerweise. Und nach einer gewissen Zeit werden die Daten dann public. Und deshalb ist es eine wichtige Geschichte. Also man hat natürlich als Nation die Weltraumfahrt betreibt, so das große Interesse, so viel wie möglich selbst zu machen und selbst zu stemmen. Nächste Frage. Es gab Meldungen über giftige Perchlorate im Marsbodenstaub. Hat sich diese Meldung bestätigt und inwieweit wird das zukünftige Missionen beeinflussen? Richtig, das hatte ich auch mal, das habe ich sozusagen ausgeblendet in dem Vortrag. Das war ein MRO-Bild von 2015, was dann mit Raytracing nochmal nachbearbeitet wurde, wo man also herausgefunden hat, es gibt Beimischungen von Salzen im Prinzip, mineralischen Salzen in dem Wasser. Und deshalb ist es derselbe Effekt, wie wir jetzt im Winter beobachten können. Wenn wir Streusalz einsetzen, dann senkt es eben den Gefrierpunkt von Wasser und das Wasser gefriert eben nicht. Und ähnlich ist es bei dem Mars, dass eben hier diese Flüssigkeit dann sehr gemächlich langsam fließen kann. Es wurde jetzt nicht mit den aktuellen Missionen bestätigt, meines Wissens. Die Rover sind an anderen Regionen unterwegs und ich wüsste jetzt nicht, dass die Orbiter das in irgendeiner Form, Alamal zum Beispiel, mit dem, was da möglich ist, bestätigt hätte. Also da gibt es keinen neuen Stand, aber es ist durchaus anzunehmen, dass solche fließenden Strukturen natürlich dann möglich sind, wenn da Beimischungen sind von Perchloraten. Also es gibt jetzt drei Fragen, die so einen gleichen Fragenhorizont berühren, sodass ich die jetzt einfach mal kurz zusammenfasse. Ist ein bemannter Flug zum Mars für eine einzige Nation durchführbar, personell, finanziell, technisch, oder braucht es dafür unbedingt eine multinationale Kooperation, also eventuell auch zwischen den USA und China? Dazu die zweite Frage, sind zum Mars keine russischen Aktivitäten bekannt? Und die dritte Frage, denken Sie, dass es ein neues Wettrennen zum Mars geben wird, ähnlich wie beim Mond, und vielleicht China die erste bemannte Mission zum Beispiel 2033 durchführen wird? Also die Frage sozusagen nach der Zusammenarbeit, politische Dimension, was machen die Russen? Ja, also fangen wir vielleicht mal hinten an bei den Chinesen. Da ist natürlich schon so, dass es auch ideologisch und politisch da natürlich ein Meilenstein wäre, wenn sie das eben stemmen. Und sie haben ja das gezeigt jetzt mit der Mars-Mission mit Tianwen. Und wir haben jetzt auch im Januarheft gerade einen Artikel drin gehabt zu den Raumstationen, dem Bau der chinesischen Raumstation, was ja auch weit gediehen ist. Also die versuchen natürlich, das alles selber umzusetzen, um auch zu zeigen, der westlichen Zivilisation, guck mal, wir können das auch alleine, und auch wenn es eine Diktatur ist, was sie natürlich nicht zugeben, würden sie das alles besser machen. Es ist halt immer die Frage, also wenn man sieht, mit welchem
ja, wenn man es positiv sagen will, Ehrgeiz. Wenn man es negativ belegen will, Fanatismus, das betrieben wird, auch ohne Rücksicht auf Verluste. Raumfahrt mit Raketenstandorten, wo erstmal dann Städte und Dörfer platt gemacht werden, wo dann am Startort Dinge runterfallen, weil der Start misslungen ist und ganze Dörfer auslöschen. Davon kriegen wir ja gar nichts mit. Das wird natürlich da mit einem hohen Aufwand und mit, wenn Sie mich fragen, viel Rücksichtslosigkeit betrieben, was man so hört und mitkriegt, obwohl natürlich da auch vermieden wird, sowas dann zuzugeben. Aber auch beim Bau von Großprojekten, wir hatten das Teleskop FAST vorgestellt, ein 500 Meter durchmessendes Radioteleskop, das, was in wenigen Jahren zusammengebaut wurde. Auch natürlich nur deshalb, weil man da keine Rücksicht genommen hat. Wir erleben es jetzt bei Katar, wo ja dann auch Stadien gebaut werden, wo man auch nicht viel Rücksicht nimmt auf Menschenrechte. Also es ist halt immer die Frage, was für ein Preisschild hängt da dran, nicht nur monetär, sondern auch an menschlichen Ressourcen. Und da gibt es einfach Unterschiede zwischen den verschiedenen Nationen und deshalb sind die einen schneller als die anderen. Also schwierige Geschichte bei den Russen, um das nochmal aufzugreifen, die zweite Frage. Da gab es einige Missionen, interplanetare Missionen, da ist nur sehr viel auch schiefgelaufen. Missionen, die einfach dann gecrashed sind oder wo dann andere Probleme auftraten. Da empfehle ich nochmal das Heft, was ich Ihnen gezeigt habe. Ich glaube, das Mai-Heft war das von 2021. Da haben wir eine schöne Karte drin, wo man sieht, okay, diese Missionen wurden zum Mars gestartet. Das waren Orbiter, das waren Länder. Und da sieht man ganz viele Fehlschläge. Und man muss leider sagen, viele Fehlschläge eben bei der russischen und bei der europäischen Raumfahrt. Die erste Frage, was war das nochmal? Achso, ob eine gemeinsame Anstrengung vonnöten sein wird, wenn man mich fragt, ja. Einfach, wenn man sozusagen darauf achten möchte, dass das Ganze vernünftig abläuft, unter Einhaltung von Menschenrechten zum Beispiel, der Bau und auch überhaupt finanziell natürlich, die Ressourcen sind ganz enorm. Das Preisschild für solche interplanetaren Missionen sind locker eben eine halbe Milliarde Euro und dann hat man das Ding nur ins All gebracht und gar nicht viel Detektoren an Bord. Also das sind natürlich enorme Preise und man muss für die ganze Entwicklung natürlich auch einiges dann auffahren. Wir haben es jetzt aktuell zum Beispiel hier bei dem Heft dargestellt beim James Webb Space Telescope. Man muss natürlich, um Weltraumbedingungen herzustellen, zum Beispiel eine gigantisch große Vakuumkammer haben. Das ist die Chamber A zum Beispiel gewesen von der NASA, wo das überhaupt nur möglich war. Das heißt, man muss Ressourcen haben, um solche Hallen zu bauen und auch die dann so mit diesen Bedingungen ausstatten zu können, dass die evakuiert werden können. Also dass Vakuumbedingungen herrschen, beste Vakuumbedingungen herrschen. Und all das kostet wahnsinnig viel Geld und man ist noch gar nicht ins All geflogen. Das heißt, diese ganze Entwicklungsarbeit ist dann schon enorm und ist am besten natürlich zu stemmen, wenn man mehrere Nationen hat, die halt auch das Know-how mitbringen. Auch die Inder versuchen natürlich hier in der Raumfahrt Dinge zu starten. Man kriegt es dann ab und zu so am Rande mit, weil da auch nicht viel Aufhebens im Vorfeld gemacht wird. Auch da haben wir eine aufstrebende Weltraummacht und da ist dann auch spannend zu sehen, was wird da passieren. Also wenn Sie mich fragen, ich stecke natürlich jetzt nicht in den Köpfen von Diktatoren oder auch von Staatschef und Regierungschefs oder von Verantwortlichen in den Weltraumabteilungen, aber sinnvoll ist es natürlich allemal, die Ressourcen zu bündeln und auch die Kosten zu teilen. Russische Aktivitäten, sind welche bekannt? Also nicht, dass ich wüsste, wie gesagt, wir haben dann da diese Darstellung, dass da einiges schiefgelaufen ist. Und jetzt natürlich auch die Frage, auch hier wieder die Politik, die da reinkommt. Startplatz Baikonur in Kasachstan, momentan Unruhen. Ich meine, auch das wird mit Sicherheit ein Grund sein, weshalb die Russen da ein Interesse haben, Kasachstan wie auch immer zu helfen, wie auch immer man das nennen möchte. Aber natürlich sind da auch knallharte ökonomische Interessen dahinter und mit Sicherheit auch nicht zuletzt diesen Startplatz Baikonur eben am Laufen zu halten. Und das ist jetzt eine große Unsicherheit, also für alle Pläne, die jetzt überhaupt existieren mit Staats, was ist mit Kasachstan? Ja. Aber das schließt sich jetzt mal die Frage an, wenn ich mich da mit einer eigenen da reinklemmen kann, wo wir jetzt gerade diese internationalen Dimensionen da berühren. Es geht doch nicht im Kern, denke ich, um irgendwelche zukünftigen Rettungsmissionen für die Menschheit, sondern das sind ja doch bei diesen enormen Ressourcen
auch handfeste kommerzielle Interessen wahrscheinlich involviert. Ne? Vielleicht könntest du dazu noch mal kurz was sagen. Warum ist das so interessant im Grunde? Ich meine nicht nur, dass der Mars einer der Planeten ist, auf dem man eine realistische Chance hat, wirklich zu landen, sondern warum könnte der interessant sein für eine ökonomische Ausbeutung, eine kommerzielle Ausbeutung? Also natürlich gibt es dann immer, was dann vorgebracht wird, das Mining, also dass man hier irgendwelche Rohstoffe natürlich bekommen könnte. Das ist halt immer dann auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Also wenn man ökonomisch an die Frage herangeht, ist immer die Frage, lohnt es hier die Ressourcen sozusagen zu bergen und mit viel Aufwand zurückzubringen? Wir sehen es ja jetzt bei diesen Rückholmissionen, die geplant sind. Das ist ein enormer Aufwand für geringste Mengen an Substanzen, die man da herschaffen kann. Und dann ist unterm Strich, die Kosten sind viel höher, um überhaupt die Mission dahin zu bringen und das wieder zurück zu transferieren im Vergleich zu dem, was man gewonnen hat, von dem Gut, was man da bekommen hat. Und man kennt es ja beim Beispiel Gold mittlerweile, dieses alte Alchemieproblem ist ja gelöst, Gold herstellen. Man beschießt einfach ein paar Atomkerne, aber das Problem ist eben, wenn Sie einen Teilchenbeschleuniger dann bauen müssen, um dann auf diesem Wege Gold herzustellen, kriegen Sie da minimale Mengen von Gold heraus und haben natürlich viel mehr reingesteckt, als Sie hinterher mit dem Goldpreis dann vielleicht rauskriegen. Aber wer weiß, wie die Inflation sich weiterentwickelt. Wenn wir mal über diese 5%-Schwelle kommen und das noch weitergeht, irgendwann lohnt sich vielleicht sogar das. Es gibt noch weitere spannende Fragen. Die Mars-Rakete von Elon Musk benutzt Methan als Treibstoff, weil er sich für den Rückflug vor Ort, also auf dem Mars, gewinnen lässt. Wo gibt es Methan auf dem Mars? Das ist wieder so eine Frage, die sollten Sie mir mal per E-Mail schicken und dann gebe ich sie mal weiter an unseren Experten, den Tilman Althaus. Der kann die bestimmt sofort spontan beantworten. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt beim Methan. Also es gibt natürlich immer von dem CH4 auch hier Reaktionen, dass es dann durch Bombardement entsteht. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht von irgendwelchen natürlichen Vorkommen von Methan unter der Mond- oder Mars- oder Oberfläche von beiden Körpern nicht. Aber stellen Sie mir gerne mal die Frage per E-Mail, dann wissen wir auch, wo die Antwort hingehen soll. Da weiß sofort der Tilman Althaus Bescheid. Dem ja, ich ganz herzlich danken möchte, denn er hatte hier auch bei dem Vortrag mitgewirkt. Das ist unser Mars- und Sonnensystemexperte. Sie können die Frage auch gerne an die Volkshochschule mailen und dann reiche ich sie Andreas Müller weiter. Ja? Nächste Frage, warum sind die Mars-Roboter auf einer relativ kleinen Fläche konzentriert und nicht weiträumig über den Mars verteilt? Das stimmt. Also wenn wir die Karte uns nochmal ins Gedächtnis rufen, war das ja alles eher rechts lokalisiert. Es waren halt wirklich so bestimmte Regionen. Bei Curiosity war es der Gale-Krater, hier haben wir jetzt Jezero. Das sind halt immer so bestimmte Spots, wo man sich einfach verspricht, dass es da Zuflüsse gegeben hat aufgrund der Oberflächenreliefs, was ich Ihnen gezeigt habe. Dass die jetzt alle dort sich befinden, ist mehr oder weniger Zufall. Ich denke, auch in den anderen Regionen wäre es interessant, was sozusagen auf der anderen Seite des Planeten zu sehen war, wäre es auch interessant, wird es mit Sicherheit auch ähnliche Strukturen geben. Das ist halt auch immer dann mit den Rovern ein Punkt, wie ist es mit der Befahrbarkeit? Also Grand Canyon ist dann wieder schwierig, da müsste man eher die Helis weiterentwickeln, um dann da auch diese steilen Felsenkanten hoch und runter zu kommen. Also mit Sicherheit werden auch die anderen Punkte, die anderen Flecken nach und nach erforscht werden, je nachdem, was man jetzt auch hier an Erfahrungen sammelt. Eine sehr spezielle Frage. Wiederum, arbeiten die Kameras auf den Rovern mit RGB-Farben oder sind das Schwarz-Weiß-Kameras mit Farbfiltern? Ich meine, es ist sowohl als auch. Das sieht man auch an den Bildern. Aber ich bin jetzt kein Experte auch für alle dieser 23 Kameras, Perseverance zum Beispiel. Aber Sie haben es bei dem Movie gesehen. Das sind Schwarz-Weiß-Bilder gewesen. Es gibt aber auch eben andere Kameras. Also dazu könnten Sie zum Beispiel auch auf der NASA-Website zu Perseverance mal nachschauen. Da werden die Kameras sehr detailliert vorgestellt. Wie ist die Stromversorgung gelöst? Denn man sieht keine Photovoltaik-Panel. Das ist bei Perseverance. Das ist eine allgemeine Frage, wahrscheinlich auf den Rover betreffend. Ja. Also wie gesagt, man kann unterschiedliche Lösungen finden.
Radionuklid war auch meines Wissens bei Curiosity. Das sind diese radioaktiven Batterien sozusagen. Das war ja auch das, was beim Film der Marsianer dann ausgenutzt wurde. War nicht Curiosity, das waren die Vorgänger Opportunity und Pathfinder. Das waren andere Rover von der NASA. Das war ja so ein kleiner Gag von dem Film, dass die eben nicht mehr aktiv sind und dann aber sozusagen gefunden, ausgebuddelt wurden. Und der Mark Watney hatte dann hier diese radioaktive Batterie hergenommen und dann benutzt. Aber wie gesagt, die Chinesen zum Beispiel haben eine andere Lösung gefunden und haben hier Solarzellen benutzt. Also man kann beides natürlich ausprobieren. Beides hat Vor- und Nachteile. Und es geht beides noch auf dem Mars. Aber wenn Sie ins ferne Sonnensystem wollen, wo kaum die Sonne hinkommt, dann müssen Sie so eine Radionuklidbatterie nehmen. Und die letzte Frage aus dem Chat: Müsste es nach einer so langen Zeit ohne Plattentektonik, aber mit sehr starken Stürmen, nicht viel mehr Sandstaub geben? Oder wurden die Rover bewusst an geschützte Orte gebracht, an denen sie nicht in einem Staubsturm untergehen würden und an denen wenig Staub liegt? Ich habe jetzt leider das Bild nicht gezeigt. Also diese Marsstürme sind durchaus global. Das hat man durch Aufnahmen von MRO zum Beispiel gesehen. Also die sind wirklich kontinental groß, riesig. Und es ist kaum möglich, dann auch mit den Rovern, dem Staubsturm aus dem Weg zu fahren. Und insofern, das wird also früher oder später auch da ein Problem sein. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe das selten erlebt, dass so viele Fragen im Chat gleich gestellt worden sind. Wir brechen jetzt die Aufzeichnung an der Stelle ab.